Ich möchte zu Frau Anita Petek sagen, bitte. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie je nachdem angegriffen werden, nur weil Sie jetzt nicht ein Doktor irgendwas vorne am Namen hat. Ich möchte einfach sagen, die Autodidakten sind überall in der Welt die Besten. Das können wir vom Film her sagen. Es gibt heute die Meinung, dass das wirklich Gute fast nur von den Autodidakten kommen kann. Also sie hat sich selber hier durchgebildet. Und was sie sagt, ist identisch mit einem Wald von Stimmen, von Fachleuten, die Doktor, Doktor, Professor, weiß ich wie alles heißt. Also was sie heute sagt, ist abgedeckt von einem Wald von solchen, die diese Titel haben. Ich zitiere, bevor ich sie ranlasse, eine wirklich hochrangige Ärztin, die hat in 30.000 Seiten Impfliteratur hat sie studiert, sie hat es analysiert, also nicht nur gelesen, sondern eine Fachkraft höchster Kompetenz hat 30.000 Seiten Impfliteratur zusammengefasst, analysiert und ist zum Schluss gekommen, dass sie sagt, 100 Jahre schulmedizinische Forschung beweisen, dass Impfungen mehr Leid und Tod als jede andere menschliche Aktivität in der gesamten Geschichte der Medizin verursachen. Ich sage mal, wenn das stimmt, wenn diese Aussage stimmt, dann haben wir ein Recht, etwas darüber zu hören. Und Anita Petek, wenn es mir recht ist, Sie werden heute 200 Jahre Rückblick machen, nicht nur 100 Jahre, ist das richtig? Sie beginnt mit 200 Jahre Rückblick über die Impfgeschichte und wird dann in eine spannende, kritische Beobachtung, Impfen Sinn oder Unsinn, einmünden. Ich wünsche viel Gelingen beim Vortrag. Grüß Gott, meine Damen und Herren, ich möchte zuerst ganz kurz mich bedanken für die Organisation zu dieser Veranstaltung und für die Einladung, heute die Gelegenheit bekommen zu haben, heute hier zu sprechen. Einige von Ihnen kennen mich sicher bereits und Sie wissen, dass ich sehr schnell rede. Das muss ich jetzt doppelt, weil ich jetzt Zeit einholen will und weil ich sehr viel dazu zum Sagen habe. Ganz zu Beginn meiner Karriere, ich mache das jetzt, hatte jetzt seit über 15 Jahren schon Vorträge zu diesem Thema, ganz zu Beginn bin ich immer wieder angegriffen worden, eben weil ich keine Ärztin bin und das hat mich damals ein bisschen handicapiert, weil ich regelrecht Minderwertigkeitskomplexe hatte, habe dann aber feststellen müssen im Laufe der Jahre und das ist mir von sehr vielen Ärzten bestätigt worden, dass ich eigentlich froh und dankbar sein muss, dass ich keine Ärztin bin, weil ich das Ganze nämlich so vorurteilsfrei anschauen konnte und jetzt bin ich wieder zufrieden und das Wissen, was ich jetzt habe, das ist jedem Arzt gleichgestellt, also eigentlich ist das ganz gut irgendwie, der Weg ist immer richtig, nur meint man manchmal, man macht einen Umweg. Ich möchte beginnen, so wie es bereits angekündigt worden ist, mit ein bisschen Geschichte. Ich möchte nur ganz kurz ein bisschen die Geschichte streifen, damit man weiß, wie lange es das überhaupt schon gibt, was man sich anno dazu mal dazu gedacht hat und überhaupt, wie der Weg von vor 200 Jahren, bis sogar über 200 Jahre bis heute, wie das Ganze sich so ein bisschen eingespielt hat und warum wir heute diese Impflobby haben, die vorhanden ist und wo natürlich mehr oder weniger jeder von uns ein bisschen drunter zu leiden hat. Edward Jenner, das ist ein englischer Arzt, er hat damals, 1796, hat er mit der Pockenimpfung angefangen. Es gab zwar hunderte von Jahren vorher schon so ein bisschen so Probiererei mit der Pockenimpfung, aber richtig offiziell ist die erste Pockenimpfung 1796 eingeführt worden. Dann kommt als nächstes Louis Pasteur, das ist der Franzose, er ist kein Arzt, genauso wie ich, da war auch kein Arzt, stellen Sie sich mal vor. Er ist Chemiker von Beruf gewesen und auf ihn beruht eigentlich die gesamte Impfindustrie, auf Louis Pasteur. Nicht Edward Jenner, obwohl er mit der Pockenimpfung angefangen hat, sondern Louis Pasteur ist eigentlich derjenige, auf dem heute diese ganze Infektionstheorie, sie heißt ja heute noch Infektionstheorie, selbst von den Befürwortern, auf dem das aufbaut, das geht von Louis Pasteur aus. Und deswegen fühle ich mich eigentlich auch in sehr guten Kreisen, weil der gute Mann war nämlich genauso wenig Arzt wie ich und trotzdem steht heute die gesamte Impfindustrie auf ihm. Er hat die Tollwutimpfung 1885, das war also die erste Impfung, die er initiiert hat. Dann kam noch Milzbrand und so weiter, kamen noch ein paar andere dazu, wo er ein bisschen rumexperimentiert hat. Aber diejenige, mit dem er eigentlich so ganz groß quasi in das Impfgeschäft eingestiegen ist, das war eben die Tollwutimpfung. Dann gibt es noch einen Deutschen, er war Arzt, Dr. Robert Koch, hat 1928 die Tuberkuloseimpfung entwickelt. Von der Impfung wissen wir ja schon einiges.
Pockenimpfung, ich nehme an, die meisten von Ihnen sind noch gegen Pocken geimpft. Es gab ja sogar in Deutschland über 100 Jahre eine Zwangsimpfung gegen Pocken. Tollwutimpfung hoffe ich, dass die meisten nicht damit zu tun gehabt haben. Tuberkulose gehe ich auch mal voll aus, dass die meisten von uns, von den Älteren wenigstens, die Impfung leider auch noch haben. Ich möchte ganz kurz über Edward Jenner und Anschluss dann daran noch über Pasteur, möchte ganz kurz zeigen, wie und warum diese Impfindustrie diese Größe erreicht hat heute und warum, auf was für einer Grundlage, und wenn Sie das sehen, dann werden Sie den Kopf schütteln, auf was für einer Grundlage unser Impfglauben heute beruht. 1798 hat Edward Jenner, der englische Arzt, hat er einen Bericht geschrieben über 23 Pockenfälle. Das ist die Initiation gewesen zu dieser Pockenimpfung. 14 Personen, die in diesem Bericht geschrieben worden sind, das ist die Grundlage von der Impferei heute, die waren gänzlich ungeimpft, die sind trotzdem mit aufgenommen worden, die sind erkrankt, ganz normal an Pocken, sind wieder genesen und die hat er mit in seine Studie quasi mit aufgenommen und als Beweis, dass die Pockenimpfung funktioniert. Aber die sind überhaupt gar nicht geimpft worden. John Baker ist ein 5 Jahre alter Bub, der ist wenige Tage nach der Impfung gestorben. Jahre später ist das erst veröffentlicht worden. Edward Jenner hat versucht, das selber zu vertuschen. Das wurde in seinem Bericht überhaupt gar nicht erwähnt. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Fälle einzeln runterleiern. Einzig 4 Fälle von den 23, die er berichtet hat, die können als echte Beweise gelten. Nur 4 Fälle. Und auf diesen 4 Fällen ist die Pockenimpfung aufgebaut worden und auf diesen 4 Fällen sind über 100 Jahre lang die Menschen in den meisten Ländern, außer der Schweiz, wir waren wieder mal ein Einzelgänger, Gott sei Dank möchte ich sagen, sind die Menschen auf der ganzen Welt mehr oder weniger zwangsgeimpft worden. Auf 4 einzelne Fälle beruhend, wenn wir uns das heute vorstellen. Diese Fälle, die sind nur wenige Wochen vor dem Abfassen des Berichtes, sind diese Menschen geimpft worden. Das kommt erschwerend noch dazu. Das heißt, es hat keine Nachbeobachtungszeit gegeben. Niemand konnte wissen, sind die jetzt geschützt oder sind sie nicht geschützt? Was haben die jetzt für Nebenwirkungen? Kein Beweis über die Höhe und die Dauer vom Schutz hat es jemals gegeben. Und trotzdem ist auf diesen 4 Fällen, wie gesagt, sind 100 Jahre lang Millionen von Menschen zwangsgeimpft worden. Bis dann 1978 in Deutschland ist ja die Impfpflicht oder aufgehoben worden, beziehungsweise die Impfung ist ja dann verboten worden. In der Schweiz, wie gesagt, gab es nur 2, 3 Kantone, die die Impfpflicht überhaupt eingeführt haben und das nur über 2, 3 Jahre. Übrigens ist die Schweiz eines der wenigen Länder gewesen, wo es nie eine Pockenepidemie in dem Ausmaß gegeben hat. Und wissen Sie warum? Weil wir keine Pockenimpfung hatten. Das ist der einzige und wahre Grund. Das Ganze nachlesen. Jenner hat ein Buch, also so ein kleines Büchlein, wo das beschrieben ist, Inquiry. Ich kann euch gerne nachher nochmal die Quelle angeben. Das kann man heute immer noch auf Original Englisch im Nachdruck kann man das immer noch beziehen. Unsere Wissenschaft und mit ihr die heutige moderne Medizin mit ihrer gesamten Impfindustrie, die bauen ihren Glauben an die Pockenimpfung auf ein wackelndes Fundament von 4 Fällen auf und impfen auf dieser niemals nachträglich bewiesenen Grundlage seit mehr als 200 Jahren mehr oder weniger die gesamte Menschheit. Und bis heute hat niemand das wirklich offiziell hinterfragt, sondern es wird einfach weiter so gemacht. Fangen wir mit Pasteur an, der Franzose. Louis Pasteur hat mit Speichel von tollwütigen Hunden experimentiert, er hat ihn denen entnommen und hat ihn dann mit einer Schüssel Bouillon, also das ist tatsächlich das Zeug, was man trinkt, gell? Die Bouillon, gell? Hat die vermischt und hat dann zugewartet und da hat sich nichts getan. Da kann sich überhaupt gar nichts tun. Wenn sie lange genug warten, setzt sich vielleicht Schimmel ab, aber sonst kann sich da überhaupt nichts tun. Und hat dann gefunden, da kann irgendwas nicht stimmen. Dann hat sich, warum das nicht stimmt, heute weiß man das, damals wusste man das noch nicht, weil nämlich im Speichel von einem Hund überhaupt gar keine Tollwutviren enthalten sind. Die hätte er bis anno dazu mal da liegen lassen können. Pasteur konnte keine Veränderungen finden in der Bouillon, gell? Und dann hat er beschlossen, der Tollwuterreger müsse aus dem Grund derart äußerst winzig sein und unsichtbar und anspruchsvoll natürlich und hat ihn Virus genannt. Dieses Ding, was er nicht finden konnte. Virus heißt Gift.
Die moderne Medizin hat seit damals diesen Begriff aufgenommen für das, heute unter Viren, das wissen Sie alle, was das ist, ein Krankheitssogenannter, ich möchte das mit sogenannt und Anführungszeichen geschrieben sehen, ein Krankheitserreger. Pasteur hat diesen Begriff Virus anno dazumal geprägt und aufgenommen in die Medizin und heute tun sie alle so, als ob sie wüssten, von was wir reden. Sein Weltruhm, den hat er wirklich erlangt, Louis Pasteur, meiner Meinung nach überhaupt nicht zu Recht, aber trotzdem, hat am 6. Juli 1885 hat eine Mutter ihren 9-jährigen Sohn, Josef Meister, die kamen aus dem Elsass und die sind nach Paris gefahren mit dem Zug und sind und haben, nein, da war es mit der Kutsche, glaube ich sogar, und der Bub, der ist 48 Stunden vorher, man beachte die Zahl, 48 Stunden vorher, an 14 verschiedenen Stellen von einem tollwütigen Hund gebissen worden. Und der Ruhm Pasteurs, er hatte es damals noch nie einen Menschen gegeben, sondern immer nur die armen Schafe, die dann reihenweise nachher gestorben sind, aber da hat keiner drüber gesprochen. Und dann hat er, also so steht es in der Geschichtschronik drin, nach langem Ringen mit sich selber, das Ringen hat ungefähr 2,5 Stunden gedauert, wenn man das genau liest, hat er dann beschlossen, diesen Bub zu impfen, weil er gesagt hat, der hat sowieso keine Überlebenschance mehr, entweder impfe ich ihn oder er stirbt sowieso, weil vor einem tollwütigen Hund sagt man ja auch heute noch, was übrigens auch nicht stimmt, stirbt man grundsätzlich. Der Junge ist nach 3 Wochen, 3 Wochen lang hat er jeden Tag eine Spritze erhalten, und zwar in die Bauchdecke rein. Das ist extrem, das ist unglaublich schmerzhaft. Muss sich vorstellen, ein Kind, gell? Nach 3 Wochen, Louis Pasteur schreibt in seinem Tagebuch, hat er geschrieben, der Junge blieb gesund. Also nicht, er hat selber das Wort geheilt, hat er sich nicht traut, in den Mund zu nehmen, der Junge blieb gesund. Pasteur ist nur durch diesen einzigen und alleinigen Fall ist er berühmt geworden. Er musste nie wieder irgendetwas beweisen. Die ganze Welt hat nachher, bis nach Russland, der Zar, alle wollten seinen Impfstoff haben. Nur durch diesen einzigen und alleinigen Fall. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, warum dieser einzige und alleinige Fall überhaupt gar kein Beweis ist, dass diese Impfung überhaupt funktioniert. Pasteur hat damals die sogenannte aktive Impfung angewandt. Das ist das, was wir unterscheiden ja in aktive und passive Impfungen. Aktive Impfung ist das, was uns heute verabreicht wird, wo man dann sagt, der Körper muss selber aktiv Antikörper bilden. Und heute weiß man, wenn man im Fall von Tollwut nur die aktive Impfung erhält und nicht auch gleich, also so lehrt man heute, nicht weiß man, sondern so lehrt man, ist ja ein Unterschied, da wenn man nicht beide Impfungen gleichzeitig erhält, dann nutzt das nichts, dann stirbt der Mensch. Pasteur hat damals nur diese aktive Impfung angewandt. Der Biss lag mehr als 48 Stunden zurück, das haben wir vorher schon gesehen. Heute weiß man, dass die Impfung gegen Tollwut in den ersten 24 Stunden nach dem Biss verabreicht werden muss, weil sonst, sagt man, funktioniert das Ganze nicht mehr, sonst stirbt der Mensch. Josef Meister wurde in die Bauchdecke geimpft, anno dazumal. Heute lehrt man, dass diese Art, also dieser Ort des Impfens völlig falsch ist, sondern man muss an ganz andere Orte hineinimpfen. Also und zwar direkt, es wird heute direkt, also in die Wunde direkt hineingeimpft. Dann kommt noch erschwerend hinzu, dass 2 Männer, die versucht haben, den Hund von dem Kind oder umgekehrt zu trennen, als der Bub gebissen worden ist, die sind ebenfalls von dem Hund gebissen worden und die sind nicht mit nach Paris zu Louis Pasteur transportiert worden. Das heißt, diese 2 Männer, die haben keine Impfung erhalten. Die 2 Männer sind gesund geblieben, von denen hat überhaupt keiner mehr gesprochen. Also das heißt, dass mit Sicherheit dieser Hund entweder gar keinen Tollwut hatte, oder der Bub, der hat auch keine Tollwut bekommen, weil sonst wäre er nicht geheilt gewesen. Übrigens, Pasteur ist Chemiker und kein Arzt. Bitte beantworten Sie mir die Frage, wie ein Chemiker Tollwut diagnostizieren kann. Heute kann selbst ein Arzt keine Tollwut diagnostizieren, wenn er nicht einen Labornachweis hat. Einfach so, wenn der Patient in die Praxis kommt und wird untersucht, kann der Arzt das selbst bis und mit heute 2008 nicht einfach so diagnostizieren, geschweige denn anno dazumal. Ich möchte ganz kurz auf die Herstellung von den Impfungen eingehen. Das ist ganz wichtig, dass wir wissen, wie Impfstoffe hergestellt werden, weil wir dann wissen bereits schon nur von der Herstellung her, dass hier erstens eine Impfung enormen Schaden anrichten kann und zweitens, dass eine Impfung eben doch nicht das tut, was uns immer wieder versprochen wird, nämlich einen Schutz verabreichen.
Impfstoffe, die werden heute zum größten Teil immer noch auf Tieren gezüchtet, auf ihren Produkten, das wäre zum Beispiel ein Hühnerei, die sogenannte Grippeimpfung, oder eben auf dem Blut von Tieren, das ist das sogenannte Medium, wo das Zeug, der Impfstoff dann heranwächst. Dann gibt es Impfstoffe, die sind auf abgetöteten menschlichen Föten produziert. Unsere Pharmaindustrie sagt, dass diese Art der Impfstoffherstellung, sie ist begeistert von dieser Art, und zwar aus folgendem Grund, weil das Ausgangsmaterial so günstig zu erstehen ist. Ich werde diesen Satz jetzt nicht kommentieren. Ich nehme an, dass jeder von Ihnen weiß und versteht, was hier gemeint ist. Jetzt geht es nicht mehr um Gesundheit. Jetzt geht es um Ethik und Moral. Und die ist mindestens so wichtig wie Gesundheit, wenn nicht noch wichtiger. Weil mit Ethik und Moral fängt nämlich unser Leben an und hört es auf. Und Gesundheit kommt irgendwann mal dazwischen. Rötelnimpfung und die Windpockenimpfung sind so produziert auf diesen abgetöteten Föten. Und zwar die ganze Welt benutzt diesen Impfstoff. Rötelnimpfstoff so, außer Japan. Die Japaner, die weigern sich eben aus ethischen Gründen, den anzuwenden. Die haben einen Rötelnimpfstoff, der ist auf Hundenierezellen gezüchtet. Wenn ich Leben achte und ehre, dann ist genauso unethisch, wenn ich ein Tier benutze und brauche, als wie einen Menschen. Dann gibt es Impfstoffe, die sind auf HeLa-Zellen produziert oder wachsen auf HeLa-Zellen oder HDC-Zellen. HeLa-Zellen, das Wort, diese Ausdruck, wenn Sie sich das anschauen, das stammt von der Dame Henrietta Lacks. Das sind die Anfangsbuchstaben, die sind zu dem Namen HeLa zusammengezogen worden. Und zwar ist sie diejenige, von der die Krebszellen stammen. Die ist Mitte der 80er Jahre, ist diese Dame verstorben und die hat einen Krebs gehabt, der enorm schnell gewachsen ist. Und damals hat man sich gesagt, da waren etliche Ärzte und Wissenschaftler dabei, die der Frau dem Krebs quasi beim Wachsen zugeschaut haben. Und dann kam einer, das muss man nachvollziehen können, kam einer auf den Gedanken und sagt, wunderbar, den könnte man ja zur Impfstoffproduktion verwenden. Und das ist der Grund, warum heute sehr viele Impfstoffe auf der Art und Weise, auf der Basis produziert werden, weil auf diese Art und Weise sehr schnell, sehr günstig und sehr viel Impfstoff produziert werden kann. Sie sehen, das hat nichts mit Gesundheit zu tun, sondern das geht um den Profit. Etwas anderes ist es überhaupt gar nicht. Die Pharmaindustrie ist heute neben der Rüstungsindustrie der zweitmächtigste Faktor in einem Land und in einem Land wie der Schweiz erst recht. Auf diesen menschlichen Krebszellen gezüchtet ist die Masernimpfung und die Mumpsimpfung. Es gibt bei uns in den industrialisierten Ländern gar keinen anderen Masern-Mumpsimpfstoff mehr, also auf einer anderen Basis hergestellt. Ein Teil der Tollwutimpfung ist ebenfalls unter anderem so produziert. Unsere Pharmaindustrie sagt, das macht überhaupt gar nichts, weil diese Impfstoffe, die werden so gereinigt und gefiltert, dass nachher, wenn dieser Impfstoff verimpft wird, da ist überhaupt gar nichts mehr vorhanden von diesen Krebszellen. Das stimmt nicht. Wenn man, und das können jeder von Ihnen ganz leicht nachvollziehen, besorgen Sie sich so eine Impfampulle, kratzen Sie das Etikett ab und dann bringen Sie das in ein Labor und die sollen untersuchen, was da drin ist. Und dann kommen diese Dinge wieder zum Vorschein. Diese Krebszellen sind nachträglich nachweisbar. Das weiß man. Das ist Tatsache, das muss man nicht überspielen. Und wenn sie nachweisbar sind, sind sie auch in der Lage zu schädigen. Da müssen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Dann gibt es noch Impfstoffe, die sind auf Vero-Zelllinien gezüchtet oder manchmal steht im Beipackzettel nur Zelllinien. Dabei handelt es sich immer um tierische Krebszellen. Die sind fast ausschließlich von der grünen Meerkatze. Das ist eine Affenart, da werden die so produziert. Die Affen sind ja so ähnlich wie wir Menschen. Manchmal gibt es einen kleinen Unterschied, manchmal nicht. Und deswegen hat man gedacht, das kann man dann gut von dem einen auf den anderen verwenden. Grippeimpfung ist so hergestellt, ein Teil von der Grippeimpfung, ein großer Teil wird heute immer noch auf Hühnereiern produziert, aber die ganz neuen Produktionsverfahren, die Firma Baxter, machen wir ein bisschen Schleichwerbung, Firma Baxter oder jetzt ganz neu die Firma Novartis, die geht ja ganz, ganz neue Wege. Die Hepatitis A-Impfung unter anderem ist ebenfalls noch so produziert. Dann, und das ist das, was unsere Pharmaindustrie heute sagt, das ist das Nonplusultra, das Beste vom Besten. Für mich ist es so, und nach dem Motto, wenn schon schlecht, dann wenigstens richtig, gibt es die gentechnisch hergestellten Impfstoffe. Grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass ein Impfstoff, der ab jetzt neu entwickelt wird, also in der Zukunft, dass der grundsätzlich immer gentechnisch hergestellt ist. Auch diese neue HPV-Impfung, die Gebärmutterhalskrebsimpfung, ist gentechnisch hergestellt.
Also ab jetzt in Zukunft gibt es keine andersartig hergestellten Impfstoffe mehr. Unsere Pharmaindustrie ist der Meinung, dass durch die Gentechnik kann sie das Ganze besser steuern, besser handhaben. Der Impfstoff sei sauberer, in Anführungszeichen. Nun ist es ja so, dass mit dieser gesamten Gentechnik unsere Pharmaindustrie ja überhaupt gar nicht weiß, was sie tut. Wir wissen nicht, was in uns geschieht, aber was noch schlimmer ist, die Pharmaindustrie und die Forscher wissen auch nicht, was sie damit tun. Und den Schaden, der hier angerichtet wird, und hier wird Schaden angerichtet, das werden wir heute im Laufe des Tages auch noch weiter hören, der Schaden, der jetzt angerichtet wird, der ist nicht jetzt sichtbar in jetzt den geimpften Kindern oder in ihnen, die sich jetzt impfen lassen, sondern dieser Schaden, der vererbt sich an die nächste, übernächste, überübernächste Generation. Und dieser Schaden, der ist erst dann so groß und bemerkbar, wenn es für uns keine Rückkehr mehr geben wird. Und das Ganze, das nennt sich dann schlichtweg biologische Katastrophe. So hergestellt ist zum Beispiel die Hepatitis B-Impfung, die ist rein gentechnisch hergestellt. Seit 1985, 86 gibt es nur noch gentechnisch hergestellte Impfstoffe. Dann HPV, das ist die sogenannte Gebärmutterhalskrebsimpfung. Ein Teil der Tollwutimpfungen ist ebenfalls so produziert. Und 99% von allen Tierimpfungen. Bei den Tierimpfungen geht man noch sorgloser um. Da sind auch Stoffe drin, die bei den Menschen schon seit Generationen, möchte ich fast sagen, verboten ist. Bei den Tieren, mein Gott, die können ja Gott sei Dank immer noch nicht reden, die können sich immer noch nicht wehren. Da darf man alles reinpacken, was es so gibt. In jedem Impfstoff sind zwischen 80 und 100 verschiedene Inhaltsstoffe enthalten. Ich habe jetzt vor zwei, drei Jahren, ich stelle Ihnen nachher noch meine Bücher vor, vor zwei, drei Jahren, als ich meinen zweiten Band von kritischer Analyse der Impfproblematik geschrieben habe, hatte ich mir vorgenommen, über die Inhaltsstoffe zu schreiben, weil über die Inhaltsstoffe lesen Sie nirgendwo etwas, höchstens mal ganz klein gedruckt, irgendwann fällt das Wort Quecksilber mal auf, aber sonst redet man nicht über diese Stoffe. Als ich mich angefangen habe mit dieser, und das sind jetzt erst ein paar Jahre her, mit dieser Thematik zu befassen, bin ich derart entsetzt gewesen, dass ich ganz kurz davor gewesen bin, meine ganze Vortragsreihe, meine ganze Arbeit bei Aegis einzustellen. Ich hatte ungefähr ein Vierteljahr regelrechte Depressionen, weil ich das Gefühl habe, dass ich diese Arbeit nicht weitermachen kann. Wenn Sie merken, was sich hier offenbart, wenn Sie merken, was hier geschieht, was hier drin ist in diesen Impfstoffen, und das wird nicht an Sie als Erwachsener verimpft, damit könnte ich noch leben, Sie sollten wissen, was sie tun, wenn sie sich sowas antun, sondern es wird in unsere kleinen Kinder, die wenige Wochen alt sind, hineingeimpft, die sich nicht wehren können, die nicht Nein sagen können und dem der Organismus nichts entgegenzustellen hat. Das ist ein harter Brocken, den muss man verdauen. In jedem Impfstoff sind, wie gesagt, zwischen 80 und 100 verschiedene Inhaltsstoffe enthalten, die nicht im Beipackzettel erwähnt sind, weil laut Gesetz sind im, und das ist nicht nur in der Schweiz, das ist Deutschland, Österreich, USA, das ist überall das Gleiche. Laut Gesetz sind nur die Stoffe deklarationspflichtig, die zur Herstellung benötigt werden. Nein, die sind nicht deklarationspflichtig, Entschuldigung. Die zur Herstellung benötigt werden, nicht deklarationspflichtig. Alles das, was zwischen Herstellung und Abfüllung passiert, was jetzt noch reinkommt, nur das muss laut Gesetz auf dem Beipackzettel erscheinen. Und jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, da ist jetzt natürlich eine riesengroße Bandbreite, was nicht auf dem Beipackzettel stehen muss. Und was das Allerschlimmste ist, da möchte ich Ihnen ein ganz kurzes Beispiel erzählen. Vor etlichen Jahren, hat die Firma Merck, mach mal ein bisschen Werbung, hat die Firma Merck einen neuen Hepatitis B-Impfstoff produziert. Und im Beipackzettel stand drin, rekombinante Hepatitis B-Viren. Wissen Sie, was rekombinant heißt? Das heißt gentechnisch hergestellt. Den Ausdruck, ich zeige Ihnen nachher nochmal, den müssen Sie sich merken. Das ist, damit wir Menschen ein bisschen, weil Sie wissen, wir sind ja ein bisschen skeptisch, wenn das Wort Gentechnik auftaucht, und dann umschreiben wir den Begriff und dann sind wir wieder alle harmlos und fallen wieder auf das rein. Damals stand, wie gesagt, es seien in der Ampulle seien drin rekombinante Hepatitis B-Viren und Kochsalzlösung. Also das heißt, Sie haben da eine Flüssigkeit, die harmlos ist, und da schwimmen ein paar Viren drin rum. Und das konnte ich nicht so ganz glauben. Dann habe ich in Deutschland beim Paul-Ehrlich-Institut angerufen. Das ist die Stelle, die das Ganze überwacht.
angerufen und habe gefragt, ob sie mir mitteilen können, was in dem neuen Impfstoff drin ist. Das war so ein netter Herr am Telefon, und dann sagt er zu mir, dann holen Sie sich doch den Beipackzettel. Ja, sage ich, den habe ich vor mir liegen, der ist aber nicht sehr ergiebig, weil da steht nur drauf, Hepatitis B-Viren, die schwimmen in der Kochsalzlösung rum. Und dann fängt er an zu lachen und dann sagt er, Frau Petek, wenn Sie wüssten, was da alles drin ist. Ja, sage ich, deswegen rufe ich ja bei Ihnen an, weil ich dachte, Sie würden mir das mitteilen. Sagt er, das weiß ich nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich muss gar nicht meine Unterlagen raussuchen, sagt er, wenn das nicht im Beipackzettel drin steht, ich habe auch nicht mehr. Sag ich, Augenblick, Sie haben doch diesen Impfstoff, dieses Medikament zugelassen. Sie müssen doch, das war meine, als naiver Mensch, meine Ansicht, anno dazu mal, Sie müssen doch von der Pharma, vom Hersteller, Unterlagen, ich hatte mir vorgestellt, die müssen mit dem Lastwagen vorfahren, die Firma Merck, und muss Unterlagen liefern, Studien und so weiter. Sagt er, nein, Frau Petek, das ist ein kleiner, dünner Ordner, sagt er, Blödsinn. Und da steht alles das nicht drin. Sag ich, Sie haben dieses Impfstoff zugelassen und Sie wissen nicht, was drinnen ist? Nein, sagt er, das läuft, das ist ganz offiziell und legal, das läuft unter Betriebsgeheimnis. Der Hersteller ist nicht verpflichtet, der Zulassungsbehörde mitzuteilen, was alles drin enthalten ist. Ja, sage ich, wie können Sie dann zulassen? Wenn Sie nicht wissen, was drin ist, dann wissen Sie auch nicht, ob es schadet. Ja, sagt er, da müssen wir halt Vertrauen haben. Na, wunderbar. Ich lege das Telefon auf und denke, naja, Deutschland, oder? Ha, in der Schweiz ist das aber ganz anders. Da geht alles geordnet und gesittet zu. Da ist alles streng und geregelt. Und rufe damals bei der IKS, heute heißt es Swissmedic, an. Da war auch ein netter Herr am Telefon und der erzählt mir genau das Gleiche. Betriebsgeheimnis, sagt er. Diese Dinge, die müssen nicht deklariert werden und wenn sie nicht müssen, dann werden sie auch nicht. Wer legt schon gern sein Geheimnis offen? Dann dachte ich, jetzt probiere ich noch mit Österreich. Vielleicht gibt es ja in Wien mehr Ordnung als im restdeutschsprachigen Raum und habe dann feststellen müssen, dass es in Wien genauso zu und her geht als in Berlin und in Bern auch. Den Rest habe ich dann gar nicht mehr rumtelefoniert, weil ich dachte, wenn es da schon so zugeht, was glaubten Sie, wie es da erst in Italien ausschaut? Also es ist überall das Gleiche. Selbst in den angeblich zivilisierten Ländern wie wir im deutschsprachigen Raum gibt es das Betriebsgeheimnis, das den Hersteller schützt und den Patienten, das wo wir sind, im Regen stehen lässt. Das ist offiziell Gesetz und das darf so sein. Auf dem Beipackzettel, wie gesagt, stehen nur die Dinge, die nachträglich zugefügt werden und da passt man natürlich auf, was man nachträglich zufügt, damit man noch deklarieren kann, damit man nicht wirklich in die Schlagzeilen gerät. 98% von diesen Inhaltsstoffen sind reine Nervengifte. Und wenn wir uns das vorstellen, das ist ja für uns erwachsenen Menschen, ist das ja schon happig, und wenn wir uns das jetzt vorstellen, wir reden ja jetzt immer, möchte ich jetzt, dass Sie von dem ausgehen, dass wir von wenigen Monate alten Kindern reden, auf die diese Dinge zukommen. Die werden von der chemischen Industrie produziert und werden an die Pharmaindustrie abgeliefert. Die Pharmaindustrie, sie produziert Aluminiumsulfat und Antibiotika, ich gehe nachher noch ein bisschen drauf ein, und ansonsten der ganze Rest, der wird von der chemischen Industrie produziert und die Pharmaindustrie übernimmt das, das wird nimmer untersucht, von der chemischen Industrie übrigens auch nicht besonders, gell, da bin ich extrem erschüttert gewesen, sondern das wird einfach genommen, in die Impfstoffe reingepackt und mein Gott. Und ausprobiert wird es in dem Moment, wenn ein Impfstoff zugelassen ist. Die ersten 5 Jahre einer Zulassung eines Impfstoffes oder eines Medikaments, die gelten als klinische Studie. Nicht, dass Sie denken, das ist alles vorher schon untersucht und so. Das ist nur an ganz wenigen, ist das vorher geprobt worden. Und in dem Moment, wie jetzt der Gebärmutterhalskrebsimpfstoff, der wird jetzt im großen Rahmen getestet. An jedem Einzelnen von Ihnen, hoffe ich nicht, der sich impfen lässt damit. Oder die sich impfen lässt damit. Obwohl, wir impfen ja jetzt schon die Männer. Habt ihr das gewusst, dass auch Männer Gebärmutterhalskrebs kriegen können? Ja. Also weniger Gebärmutter, das haben sie dann gemerkt, das können sie dann dort den Männern doch nicht verkaufen. So weit medizinisch oder biologisch kennen sich doch schon aus, die Männer, gell? Jetzt hat man ihnen aber versucht zu erklären, vor allen Dingen in Österreich, das tut mir ja so leid, ich habe das immer für ein vernünftiges Land gehalten, aber irgendwie, mein Gott, also... Vor allen Dingen in Österreich versucht man jetzt, die Buben auch zum Impfen zu bringen, und zwar, müsst ihr aufpassen, aus folgendem Grund, und ich kann Ihnen versichern, in den USA macht man das bereits, und die Mütter von den Buben, und die Buben sind ganz scharf auf die Impfung, und wissen Sie warum, mit was für einem Argument man die verkauft? Ja, jetzt passend auf. Natürlich kann der Bub keinen Gebärmutterhalskrebs kriegen, aber er könnte sich beim Geschlechtsverkehr bei dem Mädchen anstecken,
Und dann würde er, und jetzt passt auf, jetzt kommt das Zauberwort, dann würde er Peniskrebs kriegen. Könnt ihr euch vorstellen? Das beste Stück. Jetzt ist Panik angesagt. Und jetzt schreien alle in den USA, die Mütter für die Buben nach der Impfung. Jetzt haben die Österreicher gemeint, die Mütter kriegen auch die gleiche Panik. Aber das ist ja, die Diskussion, hoffe ich, ist ja weg vom Fenster jetzt. Im Impfstoff sind enthalten die sogenannten Antigene, das sind Bakterien, Viren. Dann Konservierungsstoffe, das ist ganz, ganz wichtig. Also was heißt wichtig? Also für die Pharmaindustrie ist es wichtig. Konservierungsstoffe sind bei allen Totimpfstoffen gesetzlich vorgeschrieben. Also die müssen rein, ob sie wollen oder nicht. Für den humanen Impfstoff, das heißt für die Anwendung bei Menschen, sind nur drei Konservierungsstoffe zugelassen. Das reicht aber. Das ist Thiomersal, Natrium, Thymophonat und 2-Phenoxyethanol. Thiomersal besteht zu 48,9% aus reinem Quecksilber und Natrium-Thymophonat zu 43,7% aus reinem Quecksilber. Einfach so weit dazu zum Sagen. Ganz offiziell heißt es jetzt, dass seit 1998, beziehungsweise jetzt wirklich seit dem, also da hat man es versuchsweise gestartet, jetzt definitiv seit dem Jahr 2000, dürfen Kinderimpfstoffe kein Quecksilber mehr enthalten. Jetzt ist es aber so, das habe ich Ihnen ja vorher schon gezeigt, nur die Stoffe sind deklarationspflichtig, die nachher nachträglich zugefügt werden. Was vorher gemacht wird, das ist nicht mehr deklarationspflichtig und dann wird immer noch Quecksilber verwendet. Und das kann man filtern und reinigen, so viel man will. Das ist nachher immer noch vorhanden, heißt, kann nachher ebenfalls noch schaden. Quecksilber führt bei unseren Kindern zu Lern- und Konzentrationsstörungen, zu diesen Zappelfilippen, die wir haben in den Schulen, zu diesen hyperaktiven Kindern, die ja heute ein Drittel von der Klasse ausmachen, wo ja in der Regel schon pro Klasse einige behandlungsbedürftig sind. Und das ist natürlich ein wunderbares Geschäft. Erst macht die Pharmaindustrie, jetzt reden wir von Novartis, erst machen sie krank durch die Impfungen, dann gibt es Ritalin, machen wir ein bisschen Werbung, gell, damit ihr wisst, um was es geht, dann gibt es Ritalin und weil das ja sowieso so gefährlich und so schädlich ist, hat Novartis jetzt noch ein anderes Medikament entwickelt, das die Nebenwirkungen von Ritalin in den Griff haben soll. Schon nur mit den drei Medikamenten, beziehungsweise mit den drei, also Impfstoff und die zwei Medikamente, hätte Novartis ausgesorgt und Daniel Vasella könnte seinen Lohn auch Ende dieses Jahres seine Millionen wieder einkassieren, darum ist ja wichtig. 2-Phenoxyethanol ist seit mehr als 20 Jahren in der Forschung als schwer nerven- und nierenschädigend bekannt. Das ist genauso wenig harmlos wie das Quecksilber auch. Wir reden nur im Moment über Quecksilber, weil das in der Öffentlichkeit in der Zwischenzeit bekannt ist. Über Natrium-Thymophonat, über 2-Phenoxyethanol redet man noch nicht so drüber. Vor allen Dingen auch deswegen, weil der Name so schwer auszusprechen ist, gell? Adjuvantien sind drin enthalten. Das kommt vom lateinischen adjuvare, helfen. Das sind die sogenannten Hilfsstoffe. Die sind ganz, ganz wichtig, sagt die Pharmaindustrie. Ich zeige Ihnen nachher noch, warum. Das sind zum Beispiel Lösungsmittel, Puffer, Phosphate, Carbonate, Stabilisatoren, Medium 199 ist besonders beliebt beim Impfstoff, Polysorbat 80, hydrolysierte Gelatine, das hört sich jetzt schon fast lecker an, gell? Aber ich möchte Ihnen da nicht den Appetit verderben auf den Mittag, deswegen sage ich Ihnen nicht, wie man das herstellt. Sondern hydrolysierte Gelatine ist unter anderem dafür zuständig, dass es so viele Allergien bei unseren Kindern gibt. Dann Humanalbumin wird aus folgendem Grund mit hineingepackt in den Impfstoff. Man weiß, mit Mann meine ich unsere Pharmaindustrie, dass Kinder oder überhaupt jeder Mensch, aber vor allen Dingen Kinder, einen anaphylaktischen Schock erleiden können durch das Impfen, weil dieser Impfstoff ist Fremdeiweiß und der gelangt auf einem unnatürlichen Weg in den Körper rein, das erkläre ich gleich noch. Und deswegen kann und tun auch viele Körper dann halt eben mit einem anaphylaktischen Schock reagieren. Und um dem vorzubeugen, packt man Humanalbumin mit hinein, damit wenigstens das Schlimmste vom Schlimmen im ersten Moment, wenigstens in der Praxis, weil das wird sich herausstellen, das kann tatsächlich vom Impfen sein, damit das wenigstens ein bisschen vertuscht wird. Wie Sie sehen, wenn Sie das so lesen, das hört sich an wie die Rückseite vom Gummibärchenpack, gell? Obwohl es hat, und ich bin auch sicher, dass die Sachen, was im Gummibärchen zu suchen haben, damit die schön grün, blau und gelb bleiben und nicht aneinander kleben, aber ich bin nicht sicher, ob diese Dinge in meinem 2 Monate alten Kind etwas zu suchen haben. Da bin ich nicht ganz sicher, gell? Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass die Kinder das bei sich im Körper haben, dann hätte er sie so auf die Welt geschickt. Da er es nicht gemacht hat, ist zu zweifeln, ob das Zeug da reingehört. Aluminiumsulfat ist so gut wie in jedem Impfstoff enthalten und es gibt ja auch, vielleicht wissen Sie das, Impfstoffe für den älteren Menschen, je nach Land ist das ab 60, 65.
Doch ist vermehrt Aluminiumsulfat enthalten. Weil der ältere Mensch schlechte Antikörper bildet, packt man vermehrt Aluminiumsulfat für den älteren Menschen in den Impfstoff mit rein. Jetzt ist aber folgendes Problem. Man weiß, dass die zum Beispiel Alzheimer-Patienten, dass die sehr viel Aluminium im Körper haben. Eben dadurch entsteht Alzheimer. Das heißt, wir provozieren diese Alzheimer-Patienten. Die allermeisten sind künstlich erschaffen. Dann Zusätze sind drin, das heißt das, was nachträglich zugesetzt wird nach der Herstellung. Das sind Emulgatoren, da muss man ja schauen, dass das Ganze, dass das nicht absetzt, gerinnt oder so weiter, diese schöne Masse, damit es auch für den Arzt nicht grauslich ist zum Anschauen, damit das schön ist. Und deswegen führen da Emulgatoren rein, damit das eine homogene Masse wird. Antibiotika ist so gut wie in jedem Impfstoff enthalten, meist sehr starkes und dann auch noch gemischt verschiedene, damit es sich lohnt, die ganze Sache. Und zwar aus folgendem Grund. Erstens, diese Impfstoffe, die auf Tieren gezüchtet werden, das sind ja Viren und Bakterien, die von dem Tier über den Impfstoff auf den Menschen übertragen werden können. Und um diese Bakterien einigermaßen im Griff zu halten, ist Antibiotika drin. Zweitens, dieses Aluminiumsulfat, was ich vorher erwähnt habe, was im Impfstoff drin ist, das soll Entzündungen im Körper verursachen. Auf Entzündungen reagiert der Körper, er reagiert mit Antikörpern, deswegen ist Aluminiumsulfat drin. Und damit diese Entzündungen nicht überhand nehmen, damit man die unter Kontrolle hat, packt man Antibiotika mit rein. Dann Formaldehyd ist so gut wie in jedem Impfstoff enthalten. Das ist der Stoff, den die Möbelhersteller schon lange nicht mehr in die Möbel einbauen dürfen, weil man weiß, dass wenn ich zwischen diesen Möbeln lebe und das einatme, dass das krebserregend ist. Aber unseren 2 Monate alten Kindern darf ich diesen Stoff ungeschützt einfach so in den Körper hineinspritzen. Und dann wird noch behauptet, das macht stramme und gesunde Erwachsene. Wenn ein Stoff schon nur dann schädlich ist und dann noch gerade krebserregend ist, wenn ich ihn einatme, wie schädlich muss er dann sein, wenn er unter Umgehung von allen Abwehrmechanismen direkt in den Körper hineinkommt? Da macht sich keiner Gedanken drüber. Dann gibt es Rückstände. Das heißt, wir haben alles gefiltert und gereinigt und das endgültige Resultat. Es ist immer noch Quecksilber drin, Thiomersal, die rekombinanten Organismen vom gentechnisch hergestellten Impfstoff, die Nährlösungen, alles ist immer noch nachweisbar. Sprich, es kann auch natürlichen Schaden anrichten. Ganz oben diesen Satz, den möchte ich Sie bitten, dass Sie sich den 2-3 Mal durchlesen. Das ist das, was mich am meisten erschüttert hat. Die Pharmaindustrie gibt zu. Ohne Inhaltsstoffe im Impfstoff bilden sich bei uns im Körper keine Antikörper. Also ich möchte jetzt ein Beispiel dazu bringen. Unser Sohn hat letztes Jahr, wir haben doch eine sogenannte Masernepidemie in der Schweiz, gell, das wisst ihr das vielleicht. Ich hoffe, ihr seid alle geimpft, die vom Ausland daherkommen, nicht damit ihr das mit nach Hause nimmt. Unser Sohn, Gott sei Dank, hat auch zu den Kandidaten gehört, letztes Jahr, hat auch die Masern durchgemacht. Und dem musste ich nicht nachher, als er wieder gesund war, noch einen Löffel Quecksilber hinten nachschieben oder noch ein bisschen Aluminium zum Lutschen geben. Der hat trotzdem seine Antikörper gehabt und der wird nie wieder Masern kriegen. Warum funktioniert das nicht bei der Impfung? Warum nicht? Weil eine Impfung ganz anders einen Körper stimuliert. Eine Impfung gelangt auf einem ganz anderen Weg in den Körper hinein als diese Krankheit an sich. Das hat was mit zellulärer, humoraler Immunität zu tun. Das geht jetzt ein bisschen zu weit. Das kann ich nachher gerne im kleinen Rahmen noch erklären. Und deswegen kann eine Impfung mich nicht schützen. Und weil man das weiß, muss man diese ganzen Hilfsstoffe hineinpacken, damit sich Antikörper bilden. Aber gleichzeitig gibt unsere Impfindustrie unsere Forscher seit über 20 Jahren zu, dass die Höhe des Antikörpers nichts über den Schutz aussagt. Also wenn ich viele Antikörper habe, heißt das nicht, ich bin geschützt, oder wenn ich keine habe oder wenige, ich werde krank, sondern Antikörper, dass ich sie habe, bedeutet lediglich, mein Körper hat Kontakt mit dem Erreger gehabt. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist die gesamte Aussage. Nur diese Tatsache, die ist noch nicht bis ins Volk vorgedrungen und deswegen darf man uns noch erzählen, hast du viele Antikörper, bist du geschützt, hast du keine, pass auf. Aber so funktioniert das eben nicht. Dieser Giftcocktail, was anderes ist eine Impfung nicht, gelangt innerhalb von die wird ja in wohldurchbluteten Muskel gespritzt, gell, das wisst ihr. Bei den kleinen Kindern in den Oberschenkel, wenn sie größer sind, in den Oberarm oder bei uns Erwachsenen, je nach Reiseimpfung in einen anderen exotischen Ort, kriegt man die Impfung verabreicht. Der gelangt, das ist der Witz davon, innerhalb von wenigen Minuten, von 1-2 Minuten ist er in der Blutbahn
deswegen impft man den in den Muskel, damit er ins Blut kann. Und innerhalb von ein paar Minuten hat der, stellen Sie sich so ein 2 Monate altes Würmchen vor, hat er das Kind vom Scheitel bis zur Sohle mit der Blutbahn eben oder in der Blutbahn umkreist, immer wieder. Und bei kleinen Kindern unter 3 Jahren ist folgendes Problem: Diese Kinder haben eine extrem durchlässige Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, alles, was sich im Blut befindet, gelangt automatisch ins Gehirn dieser Kinder hinein. Und da gelangen jetzt plötzlich Stoffe rein, wie Quecksilber, Aluminium, Schwermetalle. Also Quecksilber ist offiziell kein Schwermetall, ich rechne es trotzdem dazu. Diese Dinge gelangen jetzt in das Gehirn eines Kindes hinein. Unser Körper ist nicht imstande, die wieder auszuscheiden. Das heißt, die müssen erst in eine andere Form umgewandelt werden, bevor mein Körper die loswerden kann. Das heißt, die verbleiben jetzt. Die kreisen jetzt mit dem Blut immer wieder durch das Kind durch und jetzt irgendwann setzen die sich irgendwo ab, die deponieren sich im Fettgewebe, vor allen Dingen Aluminium und Quecksilber deponieren sich mit Vorliebe im Gehirn eines kleinen Kindes. Und jetzt haben wir einen Schaden gesetzt. Jetzt reden wir von einem 2, 3, 4 Monate alten Kind. Jetzt haben wir einen Schaden gesetzt, den wir jetzt nicht feststellen. Und das ist, meine Damen und Herren, für mich und für sehr viele Ärzte der offizielle Grund, warum im Alter von 2, 3 Monaten bereits geimpft wird. Weil wir jetzt den Schaden nicht feststellen können. Den Schaden merken wir in aller Regel erst, wenn das Kind ein Jahr alt wird. Wenn es aufstehen, laufen und reden soll, dann merken wir, hier stimmt irgendetwas nicht mit der Entwicklung. Und dann ist so viel Zeit vergangen, dass man uns Eltern erzählen kann, das hat nie was mit dem Impfen zu tun. Heute in der Regel erlebe ich das, dass die Ärzte sagen, das Kind hat das von Geburt an, sie haben das nur nie gemerkt. Das ist für mich der wahre Grund, warum im 2. Monat bereits angefangen wird zu impfen und kein anderer Grund. Ich möchte ganz kurz auf ein paar Nebenwirkungen eingehen. Asthma ist für mich eine indirekte Nebenwirkung. Die entsteht in der Regel dadurch, dass ein Kind nach einer Impfung eine Neurodermitis bekommt. Diese Neurodermitis, die wird falsch behandelt, nämlich mit Cortison anstelle mit der Homöopathie. Und dann, was passiert? Diese Krankheit, die geht zurück in den Körper rein, anstelle dass sie raus kann. Und sie wird unterdrückt. Und schlussendlich nach einem halben Jahr, im Jahr eineinhalb später, bekommt das Kind den ersten Asthmaanfall. Und was passiert dann? Dann wird wieder mit Cortison behandelt. Da sind wir langsam in dem Teufelskreis drin, wo wir, wenn wir jetzt nicht einen absoluten Schwenker machen, gar nicht mehr rauskommen. Jedes 10. Kind im deutschsprachigen Raum hat bereits Asthma, Tendenz steigend. Allergien, jedes 2. Kind im deutschsprachigen Raum hat eine Allergie, Tendenz steigend. Die kann man nicht mehr steigern fast, dann hat nämlich jedes Kind eine Allergie. Und was heißt denn eine Allergie? Es gibt ja Kinder, da fragt man sich, von was ernähren die sich noch, weil die sind ja schon langsam gegen alles allergisch. Die Zusatzstoffe im Impfstoff, es sind nicht diese Masernviren, Keuchhustenbakterien, es sind für meine Begriffe, sind es zu 99% diese Nervengifte, diese Zusatzstoffe im Impfstoff, die hier für diese Dinge verantwortlich sind. Abwehrschwäche, viele Erkältungen, das Immunsystem des Kindes ist vollkommen auf den Kopf gestellt. Dem Kind, seiner Grundurgesundheit, ist der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Was passiert? Auf jeden kleinsten Windhauch, alles was vorbeifliegt, wird reagiert, gibt es Erkrankungen, Erkältungen und so weiter. Häufige Mandel- und Mittelohrentzündungen. Es ist ja jetzt gang und gäbe, das habe ich letztens vor 2 Jahren in der Podiumsdiskussion mit Professor Heininger, der sitzt in der STIKO Deutschland, in der Ständigen Impfkommission, der sitzt auch bei uns in der Schweiz, in der Eidgenössischen Impfkommission und leider heute hier sitzt er nicht, das wäre schade, das wäre mal eine Fortbildung gewesen, da ist er heute leider nicht dabei. Professor Heininger sagt in der Podiumsdiskussion hier in der Schweiz, sagt er ins Publikum rein, es ist gang und gäbe, also Professor Heininger ist Kinderarzt, leitender Arzt in der Uniklinik Basel, nicht damit Sie meinen, so ein Feldwald- und Wiesenarzt, er ist wer. Professor Heininger sagt ins Publikum rein, es ist heute gang und gäbe, dass ein 2- bis 3-jähriges Kind 8 bis 10 Mal im Jahr eine Mandel- oder Mittelohrentzündung hat. Da bin ich dann so wütend geworden, ich habe dann stehend reden müssen, ich habe gar nicht mehr sitzen können. Das stimmt nicht. Dass es das gibt, das ist schlimm genug, aber das heißt nicht, dass es normal ist, sondern diese Dinge, die werden wieder verschleiert und weil man nicht mehr weiß, was man mit den armen Eltern machen muss, sagt man, das ist normal, da müssen sie halt mit leben. Muss man nicht. Das ist eine Abwehrschwäche bereits, die hier durch die Impfung gesetzt worden ist und deswegen reagieren die Kinder so. Sprachstörungen. Mehr als 50%, das sind jetzt neue Zahlen, im deutschsprachigen Raum
der Schulanfänger, das ist über die Hälfte der Schulanfänger, können nicht richtig sprechen. Und hier haben wir jetzt diese Stoffe, Quecksilber, Aluminium, das sich jetzt im Gehirn, zum Beispiel im Sprachzentrum, festsetzt. Und da merkt man dann ein Jahr später eben, wenn das Kind anfangen soll zu sprechen, was hier jetzt für Schäden gesetzt sind. Dann Verhaltensstörungen durch das Quecksilber, zum Beispiel diese hyperaktiven Kinder, die wir heute haben. Dann als nächstes schrilles Schreien, möchte ich eine kurze Geschichte dazu erzählen, die ich immer wieder so höre. Die Kinder kommen Eltern kommen mit dem Kind nach Hause, ein wenige Monate altes Kind. Das Kind schreit wie verrückt. Nicht dieses Schreien, das Sie kennen, wenn die Windel voll ist, sondern ein unglaubliches, durchdringendes Schreien, das einem durch Mark und Bein geht. Die Kinder schreien, sind nicht zu beruhigen. Die Mutter ruft den Arzt an, geht mit dem Kind zurück zum Arzt und sagt, bitte helfen Sie mir. In aller Regel heißt es, mein Gott, können Sie das Kind nicht beruhigen? Mein Gott. Mutter wird nach Hause geschickt mit dem Zäpfchen. Ich weiß zwar nicht, was ein Zäpfchen beim Schreien helfen soll, aber es hilft halt angeblich. Hilft natürlich nicht, das Kind schreit weiter. In dieser Nacht, irgendwann schläft das Kind wieder ein. Wir betreuen einen Bub, der ist jetzt 17, der hat 48 Stunden, können Sie sich das vorstellen? 48 Stunden ununterbrochen so geschrien. Nachher ist er in langen, tiefen Schlaf gefallen, sagt die Mutter, das war für mich was anderes als ein langer und tiefer Schlaf. Und er war damals 7 Monate alt und heute ist er schwer geistig behindert. Diese Kinder, die jetzt so schreien, wenn sie dann endlich aufhören zu schreien und zum Schlafen kommen, haben sie die ersten HHE, das sind hypotone, hyporesponsive Episoden. Und die können Sie feststellen, wenn Sie zufällig gerade am Bett stehen beim Kind. Entweder es gibt 2 Phasen, wenn sie rechtzeitig da sind, ist das Kind schneeweiß am ganzen Körper, vom Scheitel bis zur Sohle. Es schaut so aus, wie wenn es nicht mehr atmen würde. Es sieht nur so aus, es atmet trotzdem noch. Und wenn sie es hochreißen, das tut natürlich dann jeder reflexartig, dann hängt da die Muskulatur, wie so eine gliederlose Puppe, das Kind da. Wenn sie ein paar Sekunden später kommen, ist das Kind blau-violett am ganzen Körper. Diese Phasen, die findet im Schlaf statt, also in der Ruhephase hinterher, und die findet nach diesem schrillen Schreien grundsätzlich statt. In den USA steht im Keuschhusten-Impfstoff, Pertussis-Impfstoff drin, als Nebenwirkung, schrilles, unstillbares, das heißt, man kann es nicht beruhigen, schrilles, unstillbares Schreien bis zu 2 Stunden. Steht bei uns drin. In den USA steht drin, schrilles, unstillbares Schreien bis zu 2 Stunden mit anschließendem plötzlichem Kindstod. Dieser Satz ist bei uns im deutschsprachigen Raum rausgenommen worden, weil man befürchtet hat, dass das die Eltern beunruhigen würde. Nach 4 Wochen in Deutschland, nach 8 Wochen in der Schweiz, ist die 2. Impfung fällig. Entweder schreien geht das Ganze wieder von vorne, die Kinder fangen wieder an zu schreien. Viele Kinder können schon gar nicht mehr schreien, die sind schon so geschwächt, die können schon gar nicht mehr das Schreien, das strengt natürlich auch an. Diese HAE, die werden mit Sicherheit auftreten, was auch mit absoluter Sicherheit auftritt nach der 2. Impfung. Das sind die ersten Apnoen, Atemaussetzer, Atemstillstände von wenigen bis zu erschreckend vielen Sekunden in der Nacht im Schlaf. Sehr viele Kinder, die jetzt noch ein 3. Mal geimpft werden, wo die Eltern sich vom Arzt breitschlagen lassen oder von der Schwiegermutter oder von der Freundin oder wer auch immer, der ihnen erzählt, sie müssten die nächste Impfung auch noch machen. Die Mütter, die Eltern finden sehr oft die Kinder dann wenige Tage später oder halt manchmal noch in der gleichen Nacht morgen tot im Bett. Und dann heißt es plötzlicher Kindstod. Sudden Infant Death Syndrome heißt es auf Deutsch. Und in der Schweiz und in Österreich sterben pro Jahr zwischen 60 und 80 Kinder am plötzlichen Kindstod. In Deutschland im Moment zwischen 600 und 800 bis zu 1000 Kinder pro Jahr. Bereits seit den 50er Jahren weiß man, dass 2/3 aller Kinder, die am plötzlichen Kindstod sterben, wenige Stunden bis 7 Tage vor ihrem Tod gegen entweder Tetanus, Diphtherie oder vor allen Dingen Keuschhusten geimpft worden sind. Das wird totgeschwiegen, weil das bringt natürlich kein Geld, wenn man das veröffentlicht. Krampfanfälle, das steht übrigens alles im Beipackzettel drin, gell? Was ich Ihnen jetzt vorlese. Nur leider kriegen wir den ja so selten zu Gesicht. Krampfanfälle, Fieberkrämpfe, besonders nach der Masern, Mumps, Röteln und nach der Windpockenimpfung. Dann Lähmungen, entweder im geimpften Glied, im Arm, im Bein oder halt auch im ganzen Körper. Nervengifte, gell, sind ja drin im Impfstoff enthalten. Epilepsie,
Nerven- und Nierenschäden eben durch diese Nervengifte. Die Nieren müssen diese Stoffe ja ausscheiden und die sind halt dann sehr oft überlastet und dann kommt es halt zu Nierenschäden und sehr oft steht im Beipackzettel drin, vorübergehende Nierenschäden. Also ich weiß nicht, was vorübergehend ist. Wir betreuen im Moment ein Kind, der hat das bereits seit 3 Jahren und es läuft immer noch mit der Diagnose vorübergehend. Deswegen, für mich wäre vorübergehend vielleicht ein paar Stunden oder ein paar Tage, aber das ist ein Gummibegriff, den kann man ja nehmen, wie man will. Autoimmunerkrankungen, das heißt, wo der Körper sich gegen sich selber richtet, wie zum Beispiel eine Multiple Sklerose, die Hepatitis B-Impfung, die neue HPV, Gebärmutterhalskrebsimpfung, FSME-Impfung, vor allen Dingen Zeckenimpfung auch, also sie heißt ja FSME, also nicht Zeckenimpfung, gell, aber Sie wissen, was ich meine. Ebenfalls wird gewarnt von einer Multiple Sklerose. In Frankreich finden keine Schulimpfungen mehr statt gegen Hepatitis B, weil dort hat es innerhalb von 2 Jahren mehr als 600 Fälle von Multiple Sklerose bei den Schulkindern gegeben. Wir Schweizer und ihr Deutschen, ihr habt den gleichen Impfstoff und die Österreicher auch wie die Franzosen, so ganz nebenbei. Machen wir ein bisschen Werbung, es handelt sich um Engerix B von GlaxoSmithKline. Dann, übrigens, und beim FSME-Impfstoff, beim Zeckenimpfstoff steht drin, diese Impfung, im Beipackzettel steht, diese Impfung kann, so wie jede andere Impfung auch, den ersten Schub einer Multiple Sklerose auslösen. Diabetes, Zuckerkrankheit, juveniler Diabetes bei kleinen Kindern, die im Alter von wenigen Monaten an Diabetes erkranken, sehr, sehr häufig, Tendenz steigen, vor allen Dingen nach letzten Sommer sind extrem viele Fälle in Österreich aufgetreten, nach der FSME-Impfung, nach der Mumps und nach der HIP-Impfung, HIB, die werden sogar als Impfschäden ganz offiziell und problemlos anerkannt. Dann eine Enzephalitis und eine Meningitis, also eine Enzephalitis ist eine Gehirnentzündung und eine Meningitis eine Gehirnhautentzündung, treten nach so gut wie jeder Impfung auf und stehen auch bei jeder Impfung im Beipackzettel als Nebenwirkung aufgelistet. Dann GBS, Guillain-Barré-Syndrom, das heißt auf Deutsch aufsteigende Lähmungen bis hin zur Atemlähmung. Die Lähmung fängt unten bei den Füßen an und steigt im Normalfall, was immer das ist bei einer Krankheit, bis dass sie die Lunge erreicht und wenn nicht künstlich beatmet wird, kann sie ja zum Tode führen, braucht 1 Jahr. Das heißt, im Falle eines Impfschadens findet das Ganze innerhalb von 2-3 Monaten statt. GBS besonders nach der FSME-Impfung, also Zeckenimpfung und nach der Grippeimpfung. Dann chronische Müdigkeit, das hoffe ich nicht, dass das jetzt demnächst hier über euch rüberfällt, gell? Sondern da meine ich jetzt wirklich eine chronische Müdigkeit und Depressionen, vor allen Dingen nach der Hepatitis A und B-Impfung. Dann Unruhe, das ist meistens bei kleinen Kindern schon die Vorstufe zu einem hyperaktiven Kind, hier ist absolute Vorsicht geboten. Dann Bettnässen in einem Alter, wo es nicht mehr dazugehört. Schlafstörungen, die Kinder hören meistens schon in der gleichen Nacht, in der ersten Nacht nach dem Impfen auf, richtig durchzuschlafen. Das kann sich über Jahre wegziehen. Wachstumsstillstand über 2-3 Jahre. Entwicklungsrückstände von mehreren Jahren oder eben Todesfälle sind keine Einzelheiten und sehr, sehr oft leider nach dem Impfen. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht von Deutschland, die sind ganz offizielle Zahlen. Die Österreicher und Schweizer bitte ich jetzt, prozentual ein bisschen runterzurechnen, dann könnt ihr das für euch auch ausrechnen, weil wir sind ja gleich gebaut und haben die gleichen Impfstoffe, es ist also das Gleiche. Das Paul-Ehrlich-Institut hat innerhalb von 10 Jahren 13.141 Meldungen über schwere Reaktionen nach Impfungen gesammelt. Also das heißt, schwer heißt jetzt Diabetes, eine Enzephalitis, also das ist jetzt nicht eine kleine Rötung oder ein leichtes Fieber, sondern wir reden jetzt von schweren Fällen. Dabei haben sie zugegeben, das Paul-Ehrlich-Institut, dass das gleich, also das ist Deutschland, gell, dass das höchstens 5% der tatsächlichen Fälle sind, weil die anderen werden gar nicht gemeldet. Oder man geht davon aus, nachdem sie gemeldet sind, das kann nichts damit zu tun haben und dann kehren wir es unter den Teppich. Wenn wir die Zahl jetzt auf 100% aufrechnen, dann ergibt das pro Jahr 26.282 Fälle von schweren Nebenfällen oder 262.820 innerhalb von 10 Jahren. Nach Angaben vom Robert-Koch-Institut in Deutschland werden jährlich ca. 40 Millionen Impfungen ausgeführt. Letztes Jahr waren es sogar 45 Millionen.
Es erleidet somit jeder 1522. Geimpften mehr oder weniger schweren Schaden nach der Impfung. Dr. Hartmann hat diese Zahlen zusammengestellt. Er hat damals Leiter im Paul-Ehrlich-Institut für die Impfschadensmeldung und hat seine Doktorarbeit daraus geschrieben. Und im Mai 1997 hat er sie veröffentlicht und im Juni 1997 ist er fristlos entlassen worden. Dann möchte ich noch kurz auf Wirksamkeitsstudien eingehen, da bin ich tatsächlich fertig. Bei den Wirksamkeitsstudien möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Es gibt keine Kontrollgruppe. Sie wissen ja vielleicht, wie sowas geschieht, gell? Also, nein, wie sowas geschehen sollte. Also, ein Impfstoff oder ein Medikament wird jetzt getestet. Eine Gruppe bekommt jetzt diesen, sagen wir mal, Impfstoff jetzt, oder? Reden wir mal jetzt über die neue Gebärmutterhalskrebsimpfung. Die eine Gruppe wird jetzt geimpft mit einem Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs. Die zweite Gruppe, die bekommt jetzt ein Placebo. Placebo, das ist also nichts. Also das wäre jetzt nur eine Kochsalzlösung. Und dann vergleicht man diese beiden Gruppen und wenn es ganz richtig ist, dann darf natürlich der eine nicht wissen, dass er nur Kochsalz und der andere dann den Impfstoff gehabt hat. Und wenn derjenige, der das jetzt verimpft, also ich habe sie jetzt geimpft, das wäre zwar ein Albtraum, aber wir nehmen es jetzt mal an, ich hätte sie jetzt geimpft und ich dürfte dann auch nicht wissen, dass ich der einen Gruppe mit Impfstoff und der andere nur nichts geimpft habe, sondern ich weiß auch nicht, was in dem Impfstoff, was in der Ampulle drin ist, wo ich sie jetzt impfe, dann wird man das randomisierte Doppelblindstudie nennen. So muss jede Studie sein. Ich nehme an, das leuchtet auch jedem von Ihnen ein, damit ich nachher vorurteilsfrei, wenn ich die beiden Gruppen dann miteinander vergleiche, die berichten mir, ich untersuche die beiden Gruppen, und dann kann ich feststellen, aha, tatsächlich, der ist geschützt, die Gruppe ist geschützt gewesen und die hat aber zwar ein paar Nebenwirkungen, aber nicht gewaltig, aber die Gruppe, die haben jetzt alle einen Gebärmutterhalskrebs gekriegt. Also ist eindeutig erwiesen, diese Gruppe, die wo ich geimpft habe, die war geschützt, also heißt das, diese Impfung schützt mich zu 100%. Nein, so geht das nicht. Erstens mal gibt es keine Kontrollgruppe. Diese Kontrollgruppe, die findet nur in der Fantasie statt. Bei Impfstoffen gibt es seit Jahrzehnten keine Kontrollgruppe mehr. Jetzt bei dem neuen HPV, bei der Gebärmutterhalskrebsimpfung, ist es folgendermaßen gewesen. Die eine Gruppe ist gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft worden und die andere gegen Hepatitis A. Als zweite Gruppe gibt es kein Nichts, sondern es gibt einfach einen anderen Impfstoff. Und wenn man sich jetzt überlegt, jetzt vergleiche ich die beiden Gruppen, jetzt lese ich nachher in der Studie, das steht dann immer wortwörtlich, die Währunggruppe, also das ist jetzt die Gruppe, die den Impfstoff gekriegt hat, die hatte keine nennenswerten, also nicht nennenswert mehr Nebenwirkungen als die Placebo-Gruppe. Das glaube ich, weil jeder einen Impfstoff und jeder schädliche Stoffe gekriegt hat. Und wenn ich das aber nicht weiß, dann denke ich, aha, der eine hat ja nichts gekriegt und der andere, der was gekriegt hat, hat nicht Nebenwirkungen mehr. Das heißt auf Deutsch, diese Impfung ist harmlos. So ist das nicht. Die Wirksamkeit, die wird ausschließlich an der Anzahl von den gefundenen Antikörpern gemessen. Also man wartet jetzt nicht 20, 50 Jahre lang, das können die sich gar nicht leisten, die wollen jetzt Geld verdienen, und impft und schaut dann, ist der wirklich geschützt die nächsten, weiß nicht wie lange Jahre, 10, 20, 30 Jahre lang. Nein, sondern man impft ihn und nach ungefähr einer Woche fangen die Antikörper an, sich zu produzieren und dann misst man, man entnimmt Blut und dann misst man die Antikörper. Und wenn jetzt viele da sind, da hat man so einen Spiegel, und wenn viele da sind, sagt man, ha, er hat viele Antikörper, sprich, er ist geschützt. Das macht man immer noch so, obwohl man weiß, das habe ich vorher schon mal erwähnt, dass Antikörper nichts über den Schutz aussagen, sondern Antikörper sagen nur aus, mein Körper hat Kontakt gehabt, nicht mehr, nicht weniger. Wenn Pharmafirmen Forschern Geld geben, die geben ja die Studien in Auftrag, ist dann, jetzt nenne ich keine Namen, aber das lassen wir jetzt lieber, aber es gibt ja auch bei uns in der Schweiz, in Deutschland, gibt es auch Professoren an den verschiedenen Kliniken und die kriegen dann so Studien in Auftrag. Und dann müssen die diese Studien quasi bei sich, bei den Patienten, Probanden, Patienten sollten es eigentlich nicht, bei den Probanden sollten die diesen Impfstoff dann austesten. Und die Wirksamkeit und so weiter. Diese Pharmafirmen, wenn die Gelder ausgeben, dem Professor jetzt, der die Studie bekommt, um die Wirksamkeit und Impfstoffen zu prüfen, sind die Ergebnisse immer zugunsten von der Pharma verzerrt.
Da hat es in den letzten paar Jahren, hat es ja da Riesenskandale drum gegeben, einige von den sehr renommierten Fachzeitschriften wie Lancet und so weiter, die haben sich ja geweigert, Studien zu veröffentlichen, weil sie gesagt haben, die sind so manipuliert, die Studien, die dann zum Schluss zu uns kommen, dass wir das nicht mehr verantworten können. Und die haben quasi wie eine eigene Ethikkommission gegründet, nur leider sitzen da auch wieder Pharma-Mitglieder drin, schlussendlich sieht es dann alles wieder gleich aus, gell? Statistiker, jeder Professor, der einen oder ein Doktor oder weiß nicht wer, muss auch kein Doktor sein, aber meistens ist ja besser, da ist ein Professor vorne dran, das macht sich ja auch für die Pharmafirma besser, wenn sie sagen kann, Herr Professor, Doktor, hat diesen Impfstoff getestet, dann klingt das ja schon besser, gell? Die geben dem einen Statistiker zu Hilfe. Das heißt, er hat jetzt sein Ergebnis und der Statistiker, der feilt jetzt an den Zahlen rum, so dass er wirklich gut aussehen. Es gibt ja auch so ein dummes Sprichwort, wo heißt, glaub keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Der Ausspruch nehme ich an, der kommt direkt aus der Pharmaindustrie. Der wird so lange gefeilt, bis diese... Nein, geh nochmal zurück. Der wird so lange gefeilt, bis diese Studie in einem positiven Licht dasteht, beziehungsweise nach Möglichkeit, es gibt sogar Studien, es gab jetzt eine vom Professor Verst, oder nein, Doktor ist noch nicht Professor, wir wollen ihn nicht befördern, wo er nicht befördert ist, Dr. Verstraten, er hat ja mit der Quecksilberstudie bei autistischen Kindern die Studie, er hat die dreimal umgearbeitet, hat die das erste Mal fast veröffentlicht, ich habe die Originalstudie, die allererste. Dann ist drei verschiedene Versionen gibt es. Die dritte ist zum Schluss dann wirklich veröffentlicht worden in der Zeitschrift, in Pediatrics. Und zum Schluss war das Ergebnis genau umgekehrt. Im ersten Studie hieß es, es ist eindeutig bewiesen, dass Quecksilber, Zusatzstoff im Impfstoff, die Kinder autistisch machen. In der dritten Version von der Studie, da hat man ihn bearbeitet. Verschiedene Pharmafirmen, CDC, ist man zusammengesessen, da gab es ein paar Sitzungen und was anderes, dann mit Sicherheit auch noch. Und dann hat es geheißen, zum Schluss hieß es sogar so weit, dass die Kinder, die mit quecksilberhaltigen Impfstoffen geimpft worden waren, die wären sogar geschützt gewesen vor Autismus. Das war die dritte Version von der Studie, die dann zum Schluss rauskam. Ich habe auch in meinem Buch über die Studie geschrieben, habe das erklärt, wie sie zustande gekommen ist und so weiter. Und Herr Dr. Verstraten hat sich jetzt genötigt gesehen vor 2-3 Jahren, er hat mich persönlich auch angeschrieben, hat sich jetzt genötigt gesehen, er möchte da einen Kommentar dazu abgeben und wir haben gesagt, er darf einen Kommentar dazu abgeben, aber ich möchte dazu wissen, was da wirklich gelaufen ist und dann wollte er keinen Kommentar mehr zu dieser ganzen Sache abgeben. Als Belohnung hat er kommt aus den USA, als Belohnung, dass er das gemacht hat, hat er von GlaxoSmithKline in Brüssel eine sehr hohe Stelle angeboten bekommen. Es geht ums Geld und nichts anderes. Stellt ein Forscher in seinen Untersuchungen fest, dass ein Impfstoff gravierende Nebenwirkungen hat, also wenn negative Daten auftreten, dann wird die Studie nicht veröffentlicht, dann verschwindet die in der Schublade. Es gibt sehr viele, sehr tiefe Schubladen bei der Pharmaindustrie. Die Pharma ist dann nicht verpflichtet, dem Forscher sein vereinbartes Honorar auszuzahlen. Er selber darf die Studie nicht veröffentlichen, sie ist Eigentum der Pharma. Da gab es ja jetzt vor ein paar Jahren Skandale, wo dann ein englischer Forscher, der hat ja die Studie dann auf eigene Faust veröffentlicht, der ist dann fristlos entlassen worden. Riesengroße Skandale gab es da drum, also das wird alles vertuscht. Erstens mal kriegt er kein Geld, er kann sie nicht selber veröffentlichen und dann wollen wir ganz ehrlich sein, jetzt mal ein bisschen unter uns, er hat jetzt sehr lange an dieser Studie gearbeitet, er hat sehr viel Geld da reingesteckt und zum Schluss kriegt er nichts dafür, da ist natürlich die Versuchung groß, ein bisschen nachzuhelfen, dass sie doch ins Bild reinpasst und dass man zum Schluss halt sein Geld kriegt, gell? Es gibt keine einzige Wirksamkeitsstudie von Impfungen und da haben wir jetzt letztens, das Robert-Koch-Institut in Deutschland hat mir das bestätigt. Ich habe keine gefunden und habe sie gefragt, da hat sie mir bestätigt, das stimmt. Es gibt keine einzige Wirksamkeitsstudie von Impfungen, die neutral ist, das heißt von einem unabhängigen Forscher betrieben wurde und gleichzeitig als randomisierte, placebo-kontrollierte Doppelblindstudie, also wo ich vorher erklärt habe, erarbeitet wurde und die wo zusätzlich noch die Unbedenklichkeit und den Schutz von der Impfung aufzeigt. Gibt es nicht. Das heißt, auch unsere Zulassungsbehörden haben keine einzige Wirksamkeitsstudie von Impfungen und trotzdem werden die Impfungen zugelassen, kaum dass der Impfstoff ein bisschen abgekaltet ist, dass man ihn in die Ampullen abfüllen darf.
Warum sind die Krankheiten rückläufig oder völlig verschwunden? Wie ist das? Warum ist das? Das ist doch vom Impfen, oder? Das wird uns ja seit mehr als 100 Jahren wird uns das erzählt. Krankheiten sind zurückgedrängt, ja ausgerottet worden, weil wir uns so fleißig impfen. Und wenn wir aufhören würden mit dem Impfen, das ist ja das, wo man uns jetzt immer wieder sagt, weil wir haben ja gewisse Krankheiten gar nicht mehr bei uns. Wenn man aufhören würde, dann kämen diese Krankheiten alle zurück. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Verantwortlich für den Rückgang von den Krankheiten sind ganz, ganz simple Dinge. Und ich möchte dazu ein Buch empfehlen von Dr. Buchwald, Impfen, das Geschäft mit der Angst. Er hat in dem Buch, also das hat er jede Menge Grafiken und Statistiken drin, die er nicht selber gestrickt hat, sondern das sind offizielle Grafiken, mehr oder weniger von der ganzen Welt, aber speziell schwerpunktmäßig auf dem deutschsprachigen Raum, und hat belegen können, dass jede einzelne Krankheit, gegen die wir impfen, bereits rückläufig war, was die Schwere anbelangt und die Häufigkeit, und dann ist erst die Impfung eingeführt worden. Und man kann ja wohl schlecht behaupten, die Impfung hätte rückwirkend gewirkt. Es wäre doch zu schön gewesen, das wird ihm auch keiner glauben. Verantwortlich sind ganz, ganz einfache Dinge. Eine ausreichende Ernährung. Vor 150 Jahren gab es in der Schweiz die letzte Hungersnot. Das hat mich selber auch erstaunt, als ich das gelesen habe. Vor 150 Jahren, weiß heute jemand bei uns in Europa, in Mitteleuropa, was Hunger ist? Nein, das weiß niemand heute. Das wissen wir höchstens, wenn wir Bilder anschauen, irgendwo von Afrika her, da ahnen wir, was Hunger ist. Oder halt noch die Kriegsgeneration, die jetzt die Eltern unter ihnen, die ahnen noch so einigermaßen, was Hunger ist. Die Schweizer Schuljugend, obwohl die Schweiz ja nicht am Krieg teilgenommen hat, an den Kriegen nicht, war noch bis Mitte der 60er Jahre die Hälfte von der Schweizer Schuljugend unterernährt. Wie schauen sie heute aus? Heute kann man aus einem Kind zwei machen, es bleibt für ein drittes noch was übrig. Heute sind sie nicht mehr unterernährt, heute haben wir keine Krankheiten, weil die Kinder unterernährt sind, sondern heute haben wir Krankheiten, weil sie über, also jetzt reden wir nicht von der Qualität, wir reden jetzt nur von der Quantität, gell? Heute haben wir Krankheiten, weil die Kinder zu gut ernährt sind. Sauberes Trinkwasser. Gab es vor 50, 100 Jahren, gab es kein sauberes Trinkwasser bei uns. Und wenn Sie sich heute vorstellen, eine afrikanische Frau, die stundenlang läuft, um einen Krug Wasser heimzubringen, eine braune Brühe, das ist ihr Trinkwasser, da würdet ihr nicht mal die Füße drin waschen. Das bringt sie heute mit nach Hause, diese Zustände kennen wir nicht. Habt ihr gewusst, dass es Deutschland und Schweiz, ist eins von den, ich glaube, die einzigen Länder, wo man im ganzen Land das Wasser bedenkenlos aus dem Wasserhahn trinken kann? Nicht mal überall in Deutschland kann man das, habt ihr das gewusst? Wir sind verwöhnt, wir sind maßlos verwöhnt bei uns. Nur wir sind uns dessen überhaupt gar nicht mehr bewusst. Wir nehmen das wie als selbstverständlich hin und müssten eigentlich im Grunde genommen dankbar dafür sein. Dann Hygiene. Vor 200 Jahren gab es ja nicht mal Seife. Deswegen haben wir ja Parfüm und Puder erfunden. Zum Schluss hat man es halt abgekratzt, das Zeug. Wie schaut es heute aus? Heute haben wir ja Krankheiten wegen zu viel Hygiene. Jetzt heißt es ja neuerdings, die Kinder sollten doch vielleicht wieder ein bisschen im Sand spielen und Dreck runterschlucken und Sand. Vor ein paar Jahren hätten wir uns am liebsten ja noch empfohlen, die Kinder dreimal täglich zu desinfizieren. Aber jetzt dürfen sie langsam wieder anfangen, Dreck zu essen. Wir Menschen haben immer die Gewohnheit, von einem Extrem ins andere zu fallen. Den Mittelweg, den haben wir irgendwie noch nicht so ganz richtig raus. Saubere, trockene und warme Wohnungen. Also sauber, das lassen wir jetzt mal, das ist ja so ein relativer Begriff, gell? Aber trocken und warme Wohnungen, das ist der Grund, warum bei uns die Tuberkulose zurückgegangen ist. Die Tuberkulose spielt so gut wie überhaupt gar keine Rolle mehr bei uns hier in den mitteleuropäischen Ländern oder überhaupt in den industrialisierten Ländern. Nur wegen trockenen und warmen Wohnungen. Dieser Zustand, der hat sich eigentlich erst eingepegelt nach dem Zweiten Weltkrieg, der ist noch gar nicht so alt. Und wenn wir uns solche Dinge vorstellen, das ist das, was unsere Grundgesundheit hebt, was die Basis von unserer Gesundheit ist. Und wenn die stimmt, dann muss ich dann auch für den Rest keine Angst mehr haben. Und was auch noch wichtig ist, das ist Frieden und Wohlstand. Also Wohlstand ist jetzt nicht das gemeint, wenn ihr jetzt an euer Bankkonto denkt. Das hat nichts mit Wohlstand zu tun. Sondern Wohlstand hat was damit zu tun, wenn wir durch die Lande fahren,
hier bei uns im deutschsprachigen Raum, da habe ich immer wieder Freude dran, besonders natürlich, wenn die Sonne scheint. Und wenn man so durch die Lande fährt und alles ist wohlgeordnet, es herrscht Frieden und man sieht den Wohlstand, die Häuser, die Tiere, die Menschen, man sieht einfach, dass es uns gut geht. Mit Wohlstand meine ich jetzt den Unterschied zwischen jetzt und vor 60, 70 Jahren. Das verstehe ich unter Wohlstand. Und Frieden natürlich. Gell? Wenn ein Mensch, wenn eine Frau in Afrika lebt und sie muss stundenlang durch die Hitze laufen, mit einem Kind auf dem Rücken, eins an der Hand und eins im Bauch, und wird vielleicht noch von einem Flüchtlingslager ins andere, wird zwischendurch noch fünfmal vergewaltigt, das können wir uns nicht vorstellen. Ich möchte auch gar nicht, dass wir uns das wirklich vorstellen. Und wir müssen darum beten, dass dieser Zustand nie wieder zu uns hierher nach Europa kommt und müssen froh und dankbar dazu sein. Das verstehe ich unter Frieden und Wohlstand. Das bringt uns auch Gesundheit. Das ist dieser Satz, den Sie jetzt hier lesen. Wenn ich den sage, das schockiert immer einige. Es hat mir noch niemand bis jetzt in all diesen Jahren, das sind jetzt fast 20 Jahre, dass ich mich damit befasse, hat mir noch niemand das Gegenteil beweisen können. Es gibt keine einzige Impfung, die wo auch nur für wenige Stunden imstande ist, uns, unsere Kinder oder unsere Tiere überhaupt vor einer Krankheit zu schützen. Keine einzige Impfung. Ein geimpfter Mensch, wenn er in die Versuchung kommt zu erkranken, sei es durch Unfall oder was auch immer, Schwäche von der Gesamtgesundheit, er wird genauso erkranken wie der ungeimpfte Nachbar nebenzu. Da gibt es keinen Unterschied. Er wird auch nicht weniger erkranken, weniger stark oder ohne Komplikationen. Er wird genauso erkranken wie der andere. Das haben wir gesehen bei der Mumps-Epidemie. Das ist meine Lieblingsepidemie. Die hatte von Herbst 1999 bis April 2000 hat die Schweiz heimgesucht. Jetzt wird ja Geschrei gemacht um die dumme Masernepidemie. Jetzt haben wir, glaube ich, knapp 800 in der ganzen Schweiz. Innerhalb von fast zwei Jahren, 800 Kinder an Masern erkrankt. Und es wird dann ein Riesengeschrei veranstaltet. Damals sind innerhalb von einem halben Jahr 15.000 Kinder an Mumps erkrankt in der ganzen Schweiz. Das Virus, das ist sogar über den Gotthard im Tessin gewesen. Das hat sich ins Weltschland getraut. Der war überall. Da wurde nicht drüber gesprochen. Ich hab sehr viele Vorträge an Ärztekongressen in Deutschland und Österreich. Die haben nichts davon gewusst. Und wissen Sie, warum nicht? Das war ja oberpeinlich, die Epidemie. Es hat sich nämlich herausgestellt, unsere Ärzte haben, also das Bundesamt für Gesundheit hat den Ärzten gegenüber zugeben müssen, dass von diesen 15.000 Kindern mehr als 75% vorschriftsmäßig, sprich zweimal geimpft waren und haben trotzdem Mumps gekriegt. Also das kann nur noch einen Schluss zulassen, wenn Sie möchten, dass Ihr Kind den Mumps kriegt, lassen Sie es impfen. Das ist die einzig sichere Möglichkeit. Das war jetzt bitte ein Scherz, bitte nicht nachmachen, nicht, dass einer vor Ihnen das ernst meint. Ich möchte noch ganz kurz meine zwei Bücher vorstellen, noch ganz kurz auf unsere Veranstaltung hinweisen, da bin ich tatsächlich fertig, dann überlasse ich euch Mittagessen oder uns alle. Wir haben jedes Jahr bei uns in, also Meckern, das ist Luzern, wenn wir weiter weg von Luzern sind, sage ich, es ist ein Vorort von Luzern. Ich hoffe, es ist kein Meckner da, der wo das hört, das ist nämlich eine Beleidigung. Es ist kein Vorort, aber einfach nah bei Luzern. Haben wir jedes Jahr unser schweizerisches Impfforum, heuer zum fünften Mal. Und wir haben nicht so viele Leute hier wie ihr heute, aber so 600, 700 bringen wir doch jedes Jahr zusammen. Und das findet dieses Jahr am 24. Mai statt, Samstag. Ist eine Ganztagesveranstaltung mit 6 verschiedenen Referaten. Flyer dazu, die liegen ganz da hinten rechts bei uns am Büchertisch, die wo Interesse dran haben. Dann möchte ich ganz kurz unsere Zeitschrift vorstellen, das Impuls. Das ist die älteste und größte deutschsprachige impfkritische Zeitschrift, die es gibt. Die erscheint 4-mal im Jahr, regelmäßig, liegt alles da hinten auch beim Büchertisch auf. Sie hat jedes Mal so ein Schwerpunktthema, dieses Mal in der jetzigen Ausgabe, die übrigens jetzt vor 3 Tagen erschienen ist, extra frisch heute auf eure Veranstaltung zu. In der ist jetzt ganz neu natürlich über die Todesfälle, die nach der Gebärmutterhalskrebsimpfung aufgetreten sind und die, wo man ja auch versucht, unter den Teppich zu kehren, gell? Könnt ihr euch nachher hinten am Büchertisch anschauen. Wir haben gerade im Moment Sonderangebot, Aktion für mehrere, für so ein Paket, könnt ihr euch anschauen. Dann meine beiden Bücher, ganz links Band 1, kritische Analyse der Impfproblematik. Dort sind alle Krankheiten, gegen die wir unsere Kinder impfen lassen sollten,
also vom Tetanus bis zu Mumps, Masern, Röteln und so weiter, Zeckenimpfung ist auch noch mit drin, sind ganz detailliert, ausführlich beschrieben, jede Krankheit auf 30, 40 Seiten mit den Studien dazu, alles, was es dazu zum Sagen gibt, Nebenwirkungen, Inhaltsstoffe und so weiter. Dann im Band 2 rechts sind alle Reiseimpfungen, also Gelbfieber, Typhus, Cholera und so weiter. Tuberkulose habe ich noch mit reingenommen, obwohl wir ja nicht mehr impfen, aber das ist so eine interessante Geschichte, dachte ich, das möchte man nicht vorenthalten. Dann sind alle Tierimpfungen drin, das ist das erste Buch, was es überhaupt gibt, weder im deutschen noch im englischsprachigen Raum gibt es ein Buch über Tierimpfungen. Also ist alles drin, vom Schweinchen über die Kuh bis zu der Katze und dem Hund. Und im hinteren Teil, das gibt es ebenfalls weder im deutschsprachigen noch im englischsprachigen Raum, bisher ist es das erste Buch darüber, da bin ich sehr, sehr lange dran gesessen, da habe ich 130 verschiedene Zusatzstoffe, die im Impfstoff drin sind, also Quecksilber und so weiter, die habe ich ganz auseinandergenommen, wie sie hergestellt werden, was sonst noch alles drin enthalten ist, wie sie auf Menschen wirken, Studien dazu und so weiter. Detailliert könnt ihr hinten am Büchertisch nachher anschauen. Dann mein erstes Buch links ist rund ums Impfen. Das ist für diejenigen, die nicht so viel Lust zum Lesen haben, ein bisschen dünner geschrieben. Also nicht dünner geschrieben, sondern ein bisschen weniger Papier ist das dabei. So. Auch jede einzelne Impfung, gegen die wir unsere Kinder impfen lassen sollten, aber jede nur auf 3-4 Seiten, wirklich nur so das Wichtigste so zusammengefasst. Und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende von meinem Vortrag. Das ist meine Impfempfehlung, die Sie hier oben lesen. Für mich gibt es nur 2 Gruppen von Kindern, die man impfen lassen sollte. 2 Gruppen Kinder, die man nicht impfen sollte, so, Entschuldigung. Das sind erstens mal die kranken Kinder, die dürfen nicht geimpft werden, das ist denn klar. Und die gesunden Kinder, die braucht man auch nicht impfen, die brauchen nämlich keine Impfung. Und dann mit einer guten homöopathischen Begleitung kommen die sowieso von selber wieder raus. Und die, wo jetzt noch übrig bleiben würden, die dürft man dann impfen. Nur ich fürchte, da bleibt keiner mehr übrig. Und das wäre meine Vision, dass unsere zukünftigen Generationen gesund und ohne Impfung heranwachsen dürfen und ein gutes Fundament für die zukünftige Menschheit darstellen. Und damit möchte ich Ihnen allen ganz recht herzlich fürs lange und geduldige Zuhören danken. Dankeschön. Danke. Moment, noch nicht ganz fertig. Fast eine halbe Stunde haben wir noch Zeit, Fragen zu stellen. Dürfen wir das noch machen? Oder Ergänzungen, wie auch immer, dass da noch was kommt? Jetzt haben wir aber das Problem, es sind ziemlich viele Leute. Anita Petek, Sie haben Mitarbeiter, glaube ich, mitgebracht. Wollen Sie mal ganz kurz erklären, wie Sie das handhaben? Also, Stefan, kommst du mal bitte da heran. Also wir machen das so. Diejenigen, die Fragen haben, die kommen bitte hierher, bis hier vorne her. Der Stefan wird die Fragen quasi entgegennehmen und wenn sich dann rausstellt, dass eine doppelt ist oder dreifach, dass du die Leute dann quasi wie schon zurück aussortierst ein bisschen, oder damit die nichts für nichts hier stehen. Ist das okay? Und dann könnt ihr raufkommen und ich gebe euch das Mikro, dann könnt ihr die Frage kurz stellen. Machen wir das so? Gut. Oder vor dein eigenes Mikro? Macht ihr das schriftlich oder so? Nein, ihr könnt das gerade so machen. Grad das ist so, kompliziert. Ja. Das geht schneller. Frau Petek, ich habe eine grundsätzliche Frage. Und zwar wegen den Schreikindern, die so stundenlang schreien wie fürchterlich. Auch ein Enkel von mir ist das passiert, nachdem es natürlich geimpft wurde. Wieso schreien die? Also, der Grund ist folgender. Diese Kinder, die so schreien, in dem Moment, wo die eigentlich anfangen zu schreien, weiß jeder Mediziner, oder jeder Mediziner gibt es auch ganz offen zu, was hier jetzt irgendwie abläuft. Dass diesen Zustand, den nennt man bereits minimaler Gehirnschaden. Diese Kinder, die haben Kopfweh zum Sterben. Und besonders natürlich so kleine Kinder, die können sich ja nicht äußern. Ein wenige Monate altes Kind kann ja nicht sagen, ich habe Kopfweh, ich kann meinen Fuß nicht mehr bewegen. Die haben ja nur eine Ausdrucksmöglichkeit und das ist Schreien. Wir haben den Bub, den ich weiß nicht, glaube ich, habe ich erwähnt vorher, den wir betreuen, den 17-Jährigen, der hat mit 7 Monaten die Keuchhustenimpfung gekriegt und der hat ebenso furchtbar geschrien. Dann mit 5 Jahren, die Eltern haben dann immer wieder Untersuchungen veranlasst, die wollten wissen, was hier los ist. Dann hat sich herausgestellt, dass im Gehirn des Kindes, also 5 Franken-Stück großes Loch
hineingeätzt war. Der Arzt sagte im Spital, das hätte ausgeschaut, wie wenn man da Säure hineingegossen hätte. Und das ist das, warum die Kinder, das müssen Sie sich vorstellen, da würden Sie auch schreien. Das ist der Grund, warum diese Kinder so schreien. Danke. Ein bisschen ausführen von der Grundlage, da sind mir fast die Haare fast zu Berge gestanden, als Sie von den Grundlagen von Pasteur erzählten. Können Sie das nochmals mit zwei, drei Worten nochmal wiederholen, auf was für einem Fundament das steht? Ich mag mich erinnern an ein Beispiel, wo Sie von einem Hasen etwas erzählt haben. Ist das wirklich passiert? Ja, also Pasteur, das Kaninchen, genau. Also Pasteur hat damals, also darauf basiert heute die Infektionstheorie, gell? Das bitte im Hinterkopf behalten. Pasteur hat damals gesagt, er hatte Hunde genommen, und denen, also tollwütige Hunde, denen hat er Speichel entnommen. Und um festzustellen, wie wächst das, wie vermehrt sich das, was ist das für ein Keim und so weiter, weil er hat damals schon gewusst, Ansteckung, das Wort ist damals schon rumgeschwebt, oder das ist damals frisch entstanden, die Ansteckungstheorie. Dann hat er von Kaninchen, weil er gesagt hat, ist jetzt kein Scherz, weil er gesagt hat, ein Kaninchen kann schneller laufen als ein Hund. Und deswegen hat er Kaninchen genommen, dann hat er den Hunden hat er die Hirnschale, also das wird jetzt ein bisschen brutal, also den Hunden hat er die Hirnschale aufgebohrt, tollwütigen Hunden, hat Gehirnmasse entnommen, hat die einem Kaninchen eingespritzt und hat dann das Rückenmark von diesen Tieren genommen und hat es getrocknet. 1,5 Tage, 1,10 Tage, 1,15 Tage, 1,20 Tage, 1,30 Tage und hat dann mit den verschiedenen lang getrockneten Rückenmark gearbeitet. Also damals ist das Wort Versuchskaninchen. Er war der Erste, der Kaninchen genommen hat. Und damit stammt übrigens das Wort Versuchskaninchen her. Und zwar hat er gesagt, weil ein Kaninchen, jetzt müsst ihr aufpassen, schneller laufen kann als ein Hund, nimmt er sich ein Kaninchen, weil in dem Moment, wo ich dann einimpfe, das Virus, was ich jetzt hier habe, was schützen soll, das läuft schneller als das vom Hundevirus und das läuft dann quasi das Rückenmark hoch bis ins Gehirn und das ist natürlich dann schneller da als das Hundevirus, weil es schneller läuft und deswegen gibt es Kaninchen. Das ist der Grund, warum auf dieser Basis, das ist der Grund, warum er Kaninchen genommen hat und auf dieser Basis, Kaninchen laufen heute scheinbar immer noch schneller als die Hunde, auf dieser Basis wird heute immer noch geimpft. Das ist tiefstes Mittelalter. Wir würden heute sagen Voodoo-Zauber. Also das ist ja direkt wissenschaftlich dagegen, wenn man sich das heute anschaut. Und was das Schlimme ist, die Ärzte wissen das nicht. Sie kennen diese Hintergründe nicht, diese ganzen Dinge. Und sie nehmen einfach das hin, was jetzt so erzählt wird, was sie lernen in der Ausbildung, im Medizinstudium. Und das merke ich immer wieder bei den Ärzten, die dann, wenn sie plötzlich mit dem konfrontiert werden, die dann plötzlich wach werden, und erst im stillen Kämmerlein und dann auch öffentlich wach werden und die dann sagen, halt, hier stimmt ja irgendetwas nicht. Aber das ist ein Prozess, aber der Gott sei Dank jetzt langsam ins Laufen kommt. Vielen Dank, das war sehr aufschlussreich. Also der Begriff Versuchskaninchen wird wohl Spuren bei mir hinterlassen. Danke. Also, kann man die erste Frage schon machen, Stefan? Ich hoffe, ich werde gehört. Also ich möchte Ihnen eine Frage stellen, die Sie bestimmt schon ganz oft gehört haben. Die kommt jetzt halt ganz typisch von einem Laien. Ich habe mehrere Kinder und ich möchte von zwei Fällen berichten. Und zwar den ersten, also zwei große Kinder haben aus dem Kindergarten die Windpocken mit nach Hause gebracht. Und das jüngere, dritte, das noch zu Hause war, das hat sie dann bekommen. Das war nicht geimpft, also es war keines von den Kindern geimpft. Der zweite Fall, der ist eben jetzt vor kurzem passiert. Ich habe dann daraufhin, ich wusste ja nicht, dass Impfungen schädlich sind, zwei unserer Kinder impfen lassen und dann ist der Fall eingetreten, das jüngste Kind, das noch nicht geimpft war, das hat die Windpocken bekommen und die zwei Kinder, die ja die ganze Zeit zu Hause mit ihm zusammen waren, die haben das jetzt nicht bekommen. Jetzt bin ich davon überzeugt gewesen, die Impfung hat gewirkt, deswegen haben die größeren Kinder die Windpocken nicht bekommen. Wie erklären Sie sich jetzt das oder was können Sie mir dazu sagen? Also es ist so, grundsätzlich, erstens mal muss man davon sagen, kriegt nicht jedes Kind jede Krankheit, auch wenn es die Möglichkeit von der Ansteckung hat. Da müssten wir jetzt nochmal ganz weit ausholen und von wegen Ansteckung. Es gibt eine sogenannte Ansteckung nicht, sondern Sie könnten mich jetzt, einen Grippe haben und weiß der Kuckuck was, Sie könnten mich jetzt nicht einfach so anstecken. Mein Organismus, mein Körper muss aufnahmefähig sein. Er muss bereits geschwächt sein, sonst kann ich überhaupt gar nicht angesteckt werden. Das ist mal
die Grundlage. Ein gesunder Körper kann nicht krank werden, egal wie exotisch das Ding ist, was mir gegenübersteht. Das andere, was Sie gemeint haben, man weiß heute, dass durch die Impfungen, ganz speziell die Masern, Mumps, Röteln und Windpockenimpfung, dass ein derartiges Durcheinander, ich möchte es mal so ein bisschen laienhaft ausdrücken, im Organismus von dem geimpften Menschen stattfindet, dass er nachher, wenn die Krankheit auf ihn zukommt, nicht einmal mehr mit der Krankheit reagieren kann, sondern er wird anders reagieren. Deswegen gibt es ja heute so viele Krankheiten, so viele neue Krankheiten, so viele neue Hautkrankheiten, die es früher überhaupt gar nicht gegeben hat. Das ist der heutige Ausdruck eines Körpers, dass er nicht mehr mit dem Virus quasi, nennen wir es mal so, Masernvirus oder was es ist, gar nicht mehr so umgehen kann, wie er eigentlich sollte, dass er Ausschlag und so weiter kriegt, sondern er reagiert ganz anders. Er bekommt Allergien und so weiter. Das Problem ist, dass diese Krankheit, dieser sogenannte Schutz, der hält nicht an. Es ist ja auch kein Schutz, es ist sondern nur wie eine Blockade vom Organismus. Sobald dieses Kind jetzt nach der Pubertät, in der Pubertät findet ja eine Umkrempelung vom ganzen Organismus statt, nach der Pubertät ist der Körper wieder einigermaßen im Gleichgewicht und diese Kinder, die jetzt angeblich während der Kindheit einen Schutz hatten, das sehen wir jetzt seit ein paar Jahren schon aus den USA, die erkranken jetzt plötzlich als Jugendliche, als Erwachsener an den Masern. Und genau das wollte die Natur ja verhindern, in dem Moment, wo sie die Masern quasi eingeführt hat, bei kleinen Kindern, weil die Masern, die heißen ja Kinderkrankheit. Es ist von der Natur aus vorgesehen, dass Kinder, die in den ersten 10 Lebensjahren haben sollten, durchmachen sollten, weil die Kinder dann am besten, also sagen nicht im ersten Lebensjahr, vom 1. bis zum 10. so, dass die Kinder dann, der Körper kann dann am besten mit den Krankheiten umgehen. Wenn der Körper jetzt schon über die Pubertät raus ist, eben jetzt sagen wir mal 15, 16 bis halt Erwachsenenalter, dann ist es ein erwachsener Körper und der kann viel, viel schlechter mit der Krankheit umgehen. Und deswegen ist es wichtig, dass die Kinder die kriegen, bevor sie in die Pubertät kommen. Das hat auch nichts mit Schutz zu tun. Das ist wie eine Blockade im Körper jetzt drin. Bitte. Schönen guten Tag. Mein Sohn ist 17 Monate alt und leider haben wir ihm alle Impfungen gemacht. Und er reagierte immer mit Fieber und er war krank und wir kamen in den Kreislauf hinein von Antibiotika, bekam schon 4-mal Antibiotika und wir waren verzweifelt. Und wir dachten dann auch, warum reagiert er immer auf die Impfungen so? Und dann, mein Mann hat das Zeug langsam nachrecherchiert und uns sind die Haare zu Berge gestanden. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das ganze Gift aus ihm rausbringen? Also, er hat bereits mit dem 2. Monat seine Impfungen bekommen. Also, erstmal ist es wichtig, dass man sofort aufhört, auch wenn man angeblich mitten im Programm drin ist und es wären noch 2 Impfungen fällig, bis das abgeschlossen ist, sofort aufhören. Das gilt für jedes Kind, egal ob es reagiert hat oder nicht. Aufhören ist immer das Allerbeste. Was nicht drin ist, ist nicht drin. Das Zweite ist, was ich Ihnen empfehlen würde, zu einem guten Homöopathen zu gehen und dort jetzt erstens mal, wenn jetzt gerade was ist, akut, dass was gesetzt wird und ansonsten, dass er anhand von einer Konstitutionsbehandlung das Ganze jetzt von unten aufrollt und alles aufarbeitet. Das wäre das Allerwichtigste. Und im Zuge von dem schafft er es, den größten Teil dieser Stoffe aus dem Körper rauszubringen. Nicht alles. Also da müssen wir ganz sicher sein, 100% von diesen Stoffen wird nämlich an kein Therapeut der Welt schaffen oder keine Therapie der Welt schaffen, aus dem Körper rauszubringen. Aber so haben sie doch die Gewähr, dass der größte Teil dann wieder raus ist. Nicht einen Homöopathen, sondern einen guten Homöopathen. Okay? Dankeschön. Bitte. Meine Tochter ist 17 und wollte zu einem Schüleraustausch nach Amerika. Und da verlangt man einen lückenlosen Impfnachweis. Ein paar Impfungen haben wir gemacht. Können Sie uns sagen, wie man das am besten fälscht? Ja, genau. Das mache ich. Also, es gibt noch ein paar illegalere Wege, die erkläre ich Ihnen dann unter 4 Augen. Aber jetzt, wie man es offiziell fälschen kann, geht folgendermaßen. Sie gehen zu uns auf die Homepage www.aegis.ch und dort unter Links rollen Sie runter bis ziemlich unten am Ende und da ist eine Homepage, die heißt
www.thinktwice, also überlegst dir zweimal. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ist es .org oder .com, deswegen schicke ich sie auf die Homepage, dass sie es nochmal anschauen. Das ist quasi die amerikanische Aegis-Organisation, eine von den amerikanischen Aegis-Organisationen. Und dort gibt es, die haben so eine Bücherliste, also das sind so dünne Broschüren. Und jeder Bundesstaat hat bestimmte Richtlinien, wie man offiziell eine Impfung umgehen kann. Sie wissen ja nämlich an, wo Ihre Tochter hinkommt, dann verlangen Sie die Broschüre, Sie können die auch runterladen von dem Bundesstaat und dann schauen Sie, da gibt es dann so religiöse Gründe und so weiter und da hat bisher jeder noch einen Grund gefunden, der für ihn gepasst hat, wo er nicht allzu viel lügen musste. Ist das okay? Gut. Ich arbeite immer mit Ärzten zusammen, ich bin in der Altenpflege tätig. Und für mich ist die Frage, wie gehe ich mit Ärzten darum, weil ich habe das gesagt, ich bin nicht fürs Impfen und da ging es gleich hoch, also die stehen absolut dahinter, auch bei uns in der Familie, wenn wir mit den Kindern Ärzten Kontakt haben, wie gibt es da einen sinnvollen Weg? Also das Problem ist natürlich, wenn Sie als, Sie sind ja zwar kein medizinischer Laie, aber Sie haben keinen Doktortitel, das ist immer so das Problem. Und wenn Sie als mit fehlendem Doktortitel einem Arzt mit Doktortitel sowas erzählen wollen, dann hat er immer das Gefühl, er weiß das sowieso besser. Was ich an Ihrer Stelle tun würde, groß streiten bringt nichts, wenn Sie Ihre Argumente haben, also mit mir versucht keiner mehr zu diskutieren, vielleicht schaffen Sie das auch mal, dass mit Ihnen keiner mehr versucht zu diskutieren. Schauen Sie sich die Impfliteratur an. Wir haben hinten am Büchertisch haben wir eine Broschüre liegen, wo auch impfkritische Bücher drin sind. Die meisten von den impfkritischen Büchern, also das sind also nicht impfkritisch, sondern wie sagt man, impfgegnerische Bücher, die meisten von den Büchern, die sind von Ärzten geschrieben. Und wenn ein Arzt ein Buch in die Hand bekommt, wo ein Kollege geschrieben hat, dann schaut das schon ein bisschen anders aus und dann fühlt er sich schon eher genötigt, das zu lesen und eben anzuschauen. Das ist das eine. Das andere, Sie müssen ihm mit Sachen kommen, wo selber ein Kollege geschrieben hat oder halt mit Studien, mit Statistiken und so weiter, wenn Sie ihm die kommen, das erkennt er an. Also nicht auf der emotionalen Ebene, sondern wirklich legen Sie ihm eine Studie hin und so weiter, sagen Sie, schauen Sie, das ist da und da rausgekommen und so weiter und das, auf der Grundlage diskutieren wir jetzt weiter, Sie und ich zusammen. Und das funktioniert, da habe ich sehr gute Erfahrungen mit. Und einfach sachlich bleiben, auch wenn es manchmal Zähne zusammenbeißen braucht. Also ich habe viele Kinder und die ersten drei habe ich gegen Masern impfen lassen und meine vierte habe ich dann nicht mehr impfen lassen, weil ich auch schon so kritisch, sie bekam dann Masern und meine Hausärztin hat gesagt, ui, das sehe ich das erste Mal jetzt so Masern bilderbuchmäßig, weil es eigentlich ausgestorben ist sozusagen. Und meine Kinder haben jetzt, die anderen, keine Masern gekriegt. Und von daher ist natürlich, das wie bei den Windpocken so ähnlich jetzt, die Frage, aber ich habe es noch nicht so ganz kapiert, als ob die Impfungen auch bei allen negativen Sachen, die Sie so angeschildert haben, doch gewirkt hat auch, oder? Nein, eben, es ist nur eine Blockade vom Körper. Der Körper kann einfach auf das Masernvirus nicht mehr so reagieren, wie er sollte mit einer Krankheit, sondern er zieht wie in sich zurück und reagiert gar nicht. Aber wenn die Kinder später im Erwachsenenleben, Jugend- und Erwachsenenleben die Möglichkeit haben, werden sie trotzdem an Masern erkranken und dann kann die Krankheit eben schlimmer sein. Und deswegen ist es zu befürworten, dass sie sie im Jugendalter bekommen. Nein, eine Masernimpfung schützt nicht. Das ist wie vorher das mit der Mumpsimpfung, wo ich erzählt habe. Auch jetzt die Masernepidemie, die wir jetzt in der Schweiz haben, der größte Teil von den Kindern war geimpft und hat trotzdem die Masern gekriegt. Und genauso schlimm wie die anderen. Es ist ja auch heute so, wenn in einer Familie, auch wenn alle Kinder nicht geimpft gewesen wären, hätten vermutlich nicht alle Kinder gleichzeitig die Masern gekriegt. Ein Kind bekommt eine Kinderkrankheit nur dann, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber man weiß, dass es so ist, von den Erzählungen unserer Mütter und Großmütter her, ein Kind bekommt eine Kinderkrankheit nur dann, wenn es sie für seine Entwicklung braucht. Dann kriegt es sie, dann ist der Körper bereit und dann kriegt er die Krankheit. Ich kenne Fälle von einer Familie aus Solothurn, die hat 5 Kinder, 3 haben die Masern gekriegt und 2 nicht. Die beiden, alle ungeimpft. Die haben also natürlich im gleichen Haus gewohnt, also im gleichen Zimmer, die waren ständig zusammen und von wegen Masernvirus springt rüber, das wollte nicht springen, da hat gar nichts funktioniert. 2 Jahre später, als nirgendwo in der Schweiz mehr Masern waren, kriegt eins von diesen beiden Kindern die Masern. Dann ist der Vater zum Arzt und wollte wissen, was ist jetzt passiert? Warum,
warum hat das Kind damals nicht und jetzt? Und dann sagt er, das weiß ich nicht, sagt er. Vielleicht haben sie ein Stofftier 2 Jahre auf dem Estrich versteckt gehabt und das hat das Virus gehabt, jetzt ist das zurückgekommen. Da fing der Vater an zu lachen, der Vater ist Biologe, da fing er an zu lachen und sagt er, glauben Sie das? Nein, sagt der Arzt, das glaube ich selber nicht. Sagt er, das weiß ich nicht, das ist halt so. Sagt er, das kann man nicht erklären. Nicht jedes Kind hat kein Interesse daran, daran zu forschen, aber nicht jedes Kind kriegt jede Kinderkrankheit, wenn sie vor ihm steht, sondern ein Kind, jedes Kind kriegt sie nur dann, wenn es sie für seine Entwicklung braucht. Ich bin nicht gegen Masern geimpft, ich habe nur 2 Impfungen in meinem Leben überhaupt, Gott sei Dank, nur haben dürfen, oder selbst die wären nicht nötig gewesen. Und meine Mutter hat, ich kann mich selber erinnern, grausamst 4-mal versucht, mich mit Masern anzustecken. Ich gehöre noch zu der Generation, die ist dann geschickt worden zum Anstecken. Ich kann mich an 4 verschiedene Krankenbetten von Nachbarinnen und Freundinnen erinnern, wo ich mit einem Buch in der Hand da gesessen bin und habe gedacht, lieber Gott, mach, dass es endlich passiert, dass ich nach Hause gehen kann. Und es ist nichts passiert. Und meine Mutter geht mit mir an der Hand zu unserem Arzt, also so ein älterer Herr, und sagt, was mache ich mit dem Kind? Die kriegt die Masern nicht. Und dann sagt er, dann braucht sie sie auch nicht. Unser Sohn hat letztes Jahr die Masern gehabt. Glauben Sie, dass ich Angst gehabt hätte, ich kriege die Masern? Ist mir keine Sekunde der Gedanken gekommen. Das ist das eine. Das zweite ist, sehr viele Kinder machen Kinderkrankheiten symptomlos durch. Sie merken das gar nicht. Die Kinder kriegen vielleicht nur einen leichten Schnupfen, einen leichten Husten, vielleicht ein Fieber, wo sie überhaupt gar nicht merken, so niedrig ist es, keinen Ausschlag, nichts. Sehr viele Kinder heute machen die Krankheiten symptomlos durch. Haben natürlich dann einen Schutz, aber wir haben das Gefühl, sie hätten sie gar nicht gehabt. Das passiert sehr häufig heute. Das weiß ich auch, zum Beispiel pfeifisches Drüsenfieber hat jetzt eine, und der große Bruder war auch in der Zeit, und dann hat man nachgeforscht, er hat also Antikörper gehabt von früher, wo er es halt unentdeckt durchgemacht hat. Aber deswegen ist trotzdem noch die Frage, ja, wenn man es jetzt nicht Virus nennt, wie kann man das dann nennen, was das ist, was die Krankheiten macht oder so. Also es ist, denke ich, ein Begriff halt für dieses Unsichtbare. Also wir lehren und lernen ja heute, also sagen wir mal, ich hätte jetzt die Grippe, ich komme jetzt zu Ihnen, schüttle Ihnen die Hand, komme ein bisschen näher, dann ist das so rübergeflogen von meinem Mund zu Ihrem Mund und über die Hand und so weiter. Und jetzt haben Sie das Grippevirus und jetzt gehen Sie nach Hause und dann morgen liegen Sie auch krank im Bett. Das ist das, was die Schulmedizin uns heute lehrt. Das stimmt nicht. Diese gesamten Viren und Bakterien, da gibt es ja also schon von Bischof angefangen, er war ein Gegenspieler damals von Louis Pasteur. Louis Pasteur hatte mehr Einfluss und mehr Macht und deswegen leider ist seine Theorie, das mit Infektionstheorie, hat leider Schlagzeilen gemacht bis heute und das von Bischof nicht. Bischof hat damals schon, das sind ja schon sehr viele Jahre her, hat damals 1885, hat damals bereits nachweisen können, was heute kann man das belegen, Professor Enderlein, Leo Morosi und so weiter, kann man das ja nachweisen. Er hat heute, damals schon belegen können, dass alle diese Dinge, also er hat das folgendermaßen genannt, bei uns im Körper, im Blut ist eine sogenannte Ursuppe. Also Professor Enderlein hat es jetzt ein bisschen netter bezeichnet. Und aus dieser Ursuppe heraus entscheide jetzt ich persönlich über Krankheit und Gesundheit, nicht das Virus, was Sie mir anhängen, sondern ich persönlich entscheide das. Durch meine Lebensweise, wie ich lebe, ob ich Alkohol trinke, rauche, jeden Abend den Ausgang, komme erst um 5 Uhr morgens nach Hause oder weiß nicht was, esse gentechnisch hergestelltes Zeug, habe ich ja heute viele Möglichkeiten schon dazu, tue mir solche Dinge an. Dann spielt natürlich noch eine Rolle mit auch die Veranlagung und Neigungen, die meine Vorfahren mir mitvererbt haben. Und daraus entsprechend, jetzt habe ich angenommen, ich mache jetzt ein paar Nächte hintereinander durch, rauche noch, trinke Alkohol, daraus entsteht bei mir eine Grundschwäche und je nachdem, wo jetzt meine Grundschwäche ist, da entscheidet dann bei mir aus dieser sogenannten Ursuppe, aus dem Blut, entstehen Viren und Bakterien. Also das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn man das ganz genau auseinander nimmt, das kann ich Ihnen nachher gerne so erklären oder gebe Ihnen Literatur an, wo Sie das nachlesen können. Weil man weiß, man gibt heute zu, dass bestimmte Krankheiten, dass die Viren und Bakterien erst dann auftreten, wenn die Krankheit in der Heilungsphase ist. Also zum Beispiel bei Polio, Kinderlähmung, weiß man, dass die Viren erst dann auftreten, wenn die Heilungsphase begonnen hat. Eigentlich müsste ja
ganz vorher da sein, weil sie ja die Ursache von der Krankheit ist, oder? Das wird ja heute gelehrt. In Wirklichkeit treten die erst dann auf, wenn die Heilungsphase bereits begonnen hat. Was eben beweist, dass diese Viren und Bakterien nicht die Krankheitserreger sind, sondern dass sie eigentlich eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen haben. Viren zum Beispiel sind da, um Material aufzufüllen, was vorher eben durch meine Schwäche, durch meine Lebensweise, Unfall oder weiß nicht was, was bei mir jetzt einfach verzerrt wurde. Bakterien, Pilze haben die Aufgabe abzubauen, Material. Eigentlich sind das, ich möchte sie nicht Krankheitserreger, sondern ich möchte die eigentlich Gesundheitserreger nennen. Es gibt heute eine recht breite Strömung in der Medizin, die bereits auf das aufmerksam macht. Es hat nur keinen Einlass gefunden und es wird in die offizielle Medizin, solange die Pharma so stark ist, niemals Einlass finden. Wenn jeder von uns weiß, dass er persönlich für Gesundheit oder Krankheit verantwortlich ist und nicht das Virus, was ich bekomme, wenn ich Strotter überquere. Wenn ich das weiß und mich danach richte, was passiert dann? Dann brauche ich keine Pharmaindustrie mehr. Dann bin ich mein eigener Arzt, dann kann ich mir selber helfen. Dann brauche ich vielleicht noch einen Arzt, der mir hilft, wenn ich mein Bein gebrochen habe. Und dann hätte die Pharmaindustrie, man hat ihr dann die Grundlage entzogen. Und das darf nicht sein, weil sie möchte ja weiter existieren und weiter Gewinn machen. Und deswegen wird diese falsche Lehre, die wird weiterhin so bleiben, solange die Pharmaindustrie so stark ist. Geht mal ins Internet. Und dann schaut mal unter dem Stichwort Günther Enderlein, Professor Günther Enderlein, also wie man sagt. Und dann schaut mal nach, er hat das Dunkelfeldmikroskop hat er entwickelt und er konnte das jetzt mit dem Mikroskop belegen, was man seit 100, 200 Jahren bereits damals hat man das einfach nur geahnt, einfach aus den Zusammenhängen, die man kennt. Und das kann man jetzt wissenschaftlich belegen, dass das so stimmt, dass ich selber verantwortlich bin für Gesundheit und Krankheit. Außer ich rutsche auf einer Bananenschale aus. So, wir haben nur unsere ersten zwei Kinder geimpft, das teilweise. Und wo ich immer ein bisschen hin und her gerissen wurde, ist die Frage Tetanus, Wundstarrkrampf. Und da möchte ich Sie fragen, kann der Körper sich wehren bei einer Ansteckung oder Entzündung? Also, eine Ansteckung bei Tetanus gibt es ja nicht in dem Sinn. Wenn ich Tetanus habe, müssen die ja keine Angst vor mir haben. Gell? Tetanus hole ich mir ja durch eine Wunde, eine Verletzung. Grundsätzlich können Kinder so gut wie niemals an Tetanus erkranken. Das ist mal Punkt 1. Der Münchner Kinderarzt Dr. Wild sagt, das Risiko eines Kindes und Jugendlichen an Tetanus zu erkranken ist gleich hoch wie der von einem Meteoriten erschlagen zu werden. Also ich weiß nicht, wie groß Ihre Angst ist, dass Ihr Kind von einem Meteoriten erschlagen wird. Ich hätte da weniger Angst eigentlich, oder? Grundsätzlich ist Folgendes. Tetanus ist ja nicht das Bakterium, vor dem wir Angst haben, sondern es ist ja die Aussonderung, das Gift von dem Bakterium, wo wir Angst haben. Dieses Gift, also dieses Bakterium, kann uns nur dann in dem Moment gefährlich werden, wenn es unter Luftabschluss ist. Das heißt, ich kann Ihnen jetzt das Bakterium, könnte ich Ihnen jetzt da eine Handvoll geben und Sie würden das runterschlucken und Sie können das um den Rand kneten, rumgeben. Keiner von euch müsste Angst haben. Hier am Boden hat es jede Menge Tetanuserreger. Ihr müsst jetzt keine Panik kriegen, dürft die Kinder trotzdem krabbeln lassen. Ihr müsst keine Angst davor haben. Besonders klein, deswegen kriegen Kinder, Jugendliche so gut wie nie Tetanus, weil die eben gut durchblutet sind im Vergleich zum älteren Menschen. Um Tetanus vorzubeugen, ist es ganz, ganz wichtig, dass man drei Punkte einhält. Und die drei Punkte, die gelten sowohl für den geimpften wie für den ungeimpften Menschen. Erstens, jede Wunde muss bluten. In dem Moment, wo sie blutet, ist sie durchblutet. Das heißt, wenn sie durchblutet ist, kann kein Tetanus auftreten. Zweitens, wenn sie nicht blutet, dann helfen wir nach mit Drücken. Ihr müsst nicht 1,5 Liter abzapfen, aber sie sollte bluten. Bluten lassen, desinfizieren, nach Möglichkeit nicht so chemisches Zeug aus der Apotheke. Das hat zwar komplizierte Namen und ist teuer, aber deswegen muss es nicht besser sein. Calendula-Essenz zum Beispiel, bei uns würde ich empfehlen, gutes, sauberes Leitungswasser, obwohl wir dann Gedanken haben, was nichts kostet, ist nichts wert, aber es ist immer noch das Beste. Desinfizieren, bluten lassen, desinfizieren. Und das Dritte würde ich vorschlagen, wenn es was Happigeres ist, also nicht so ein Kratzer oder sowas, sondern ein guter Bündner, rostiger Nagel zum Beispiel, wo man reingetreten ist, dann würde ich empfehlen, Sie rufen Ihren Homöopathen an. Der hat eine ganze Palette mit Mitteln. Und wenn Sie die drei Punkte
wenn sie die wahrnehmen, bluten lassen, desinfizieren und wenn sie dann bei was Schlimmerem noch ein Mittel haben, dann müssen sie keine Angst mehr haben. In der Schulmedizin, ich gebe Ihnen zwei Gründe, warum eine Tetanusimpfung nicht funktionieren kann. Der erste Grund ist der, ich kann zigmal in meinem Leben an Tetanus erkranken. Angenommen, ich bin jetzt in so einen Bündner Nagel reingetreten und habe mir den rausgezogen natürlich und habe jetzt Tetanus gekriegt. Und dann, Tetanus ist übrigens keine tödliche Krankheit, so fängt schon mal an, gell? Wenn die Inder zu 95% in der Lage sind, Tetanus zu heilen, dann sollten die Schweizer das auch sein, oder? Eigentlich, sonst wäre es eine Schande. Ich kann nach 2-3 Wochen, wenn ich nochmal, ich habe den Nagel nicht weit genug weggeschmissen, wie wieder reingetreten, da kriege ich nochmal Tetanus, wenn es so sein muss. Ich kann alle paar Wochen bis an mein Lebensende regelmäßig an Tetanus erkranken. An Masern kann ich zum Beispiel nur einmal erkranken. Die Natur hat es nicht vorgesehen, dass es einen Schutz gegen Tetanus gibt. Das kann jeder Arzt Ihnen bestätigen. Wenn das so ist, und das ist so, wie kann dann die Impfung mich 10 Jahre schützen? Wie macht die das? Weil die Impfung ahmt die Natur nach. Der zweite Grund ist folgender. Die Impfung, das ist keine normale Impfung, das ist eine Toxoid-Impfung. Das heißt, das Toxin, das Gift von dem Bakterium, von dem Tetanusbakterium, wird jetzt genommen und dann entgiftet man das Gift. Ha, wie macht man das? Also der Hersteller selber, die Firma Behring, Emil Behring, ich glaube, der heißt sogar von Behring, glaube ich, man hat ihn dann kurz vor seinem Tod, glaube ich, haben ihn noch geadelt schnell. Emil von Behring hat das Ganze entwickelt in Deutschland. Er hat 1901, glaube ich, den Nobelpreis für das gekriegt, den ersten Nobelpreis. Für den Blödsinn, den er da gemacht hat. Emil, damals die Behring-Werke, die gibt es immer noch, die heißen jetzt seit ein paar Wochen Novartis übrigens. Die Schweizer haben das alles übernommen. Ich habe damals, doch vor 2-3 Jahren, dort angerufen bei den Behring-Werken und man konnte mir nicht erklären, wie man ein Gift entgiftet. Wie man entgiftet man ein Gift? Bitte, wie macht man das? Sie konnten es nicht erklären, sie stellen aber seit 100 Jahren Impfstoff her. Sie tun es seit 100 Jahren, aber sie wissen nicht, was sie tun. Dieses entgiftete Gift, das nennt man jetzt Toxoid und die Impfung heißt Toxoid-Impfung. Wissen Sie, was ein entgiftetes Gift ist? Das ist eine Leiche, die man zur Sicherheit nochmal erschießt. Das ist ein entgiftetes Gift. Ein entgiftetes Gift kann nicht funktionieren, weil jeder Chemiker weiß, dass der menschliche Körper nicht immun gegen Gifte werden kann. Und wenn er das nicht kann, wie funktioniert dann die Impfung? Und dass sie nicht funktioniert, das sehen wir am Beispiel von Deutschland. Also man sieht es auch in der Schweiz, aber Deutschland noch besser, ihr habt ja eine Handvoll Einwohner mehr als wir Schweizer. Und zwar, in Deutschland erkranken zwischen 7 und 10 Menschen jährlich an Tetanus. Also bei 82, glaube ich, Millionen Einwohnern. Zwischen 7 und 10 nicht sterben, erkranken pro Jahr. Ich möchte das nur mal richtig stellen, damit man weiß, wie schrecklich gefährlich das Tetanus ist. Davon stirbt ab und zu alle 2-3 Jahre ein Mensch, von diesen 7 bis 10. Und das Robert-Koch-Institut gibt offiziell zu, dass von diesen 7 bis 10 Erkrankten pro Jahr mehr als 2/3 vorschriftsmäßig geimpft war. Das wäre, nehmen wir jetzt mal 10, dann wird das heißen, dass 7 von denen vorschriftsmäßig geimpft waren und sind trotzdem erkrankt. Ist das ein Schutz? Nein, das ist kein Schutz. Wenn ab und zu einer erkrankt, dann lasse ich gelten, da gibt es eine Erklärung für. Aber wenn 2/3 regelmäßig erkranken, bei uns in der Schweiz, wir haben zwischen 1 und 2 Fälle Erkrankungen jährlich und alle 6 bis 7 Jahre stirbt ein Mensch an Tetanus. Diejenigen, die an Tetanus erkranken, die sind in der Regel älter als 60 und die, die sterben, sind in der Regel älter als 80. Der ältere Mensch hat eine schlechtere Durchblutung, vielleicht noch ein Diabetes, ein Altersdiabetes, vielleicht ein offenes Bein dadurch bedingt. Verletzung, Wunde, wird nicht richtig versorgt. Das wäre jetzt hier ein Grund, wo der Mensch sterben könnte. Ein Kind, Jugendlicher, seit über 33 Jahren ist in der Schweiz kein Schweizer mehr an Tetanus erkrankt, der jünger als 25 war. Das ist keine Krankheit für Kinder und für ein Wickelkind sowieso nicht. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch zu Hause in der Stube aussieht, aber ich gehe mal davon aus, dass da keine rostigen Nägel und Glasscherben rumliegen, wo das Kind rumkrabbeln könnte. Nein, das müssen Sie keine Angst haben davor. Jeder, egal ob geimpft oder nicht geimpft, die 3 Punkte. Bluten lassen, desinfizieren und oder ein homöopathisches Mittel. Und da müssen Sie keine Angst haben. Auch nicht, wenn Sie ein Pferd zu Hause haben. Auch dann nicht. Okay? Danke. Herzlichen Dank, Anita Petek. Nun ist die Zeit der Frage vorbei.
Das war sehr, sehr interessant, Ihren Ausführungen zu lauschen. Jetzt brauchen wir die Zeit, die nächste halbe Stunde brauchen wir dann, um zu essen. Das wird nachher gleich Frank Diebold erklären. Ich möchte zum Abschluss dieser ersten Runde kurz auf unsere Symbolständer hier unten hinweisen. Vielleicht kann die Kamera mal den Symbol, nein, diesen auf der anderen Seite. Jawohl. Wenn man das Blaue für Wahrheit nimmt, für Wirklichkeit, so wie es einfach ist, dann hat es da so dunkle, schwarze Flecken drin. Die AZK ist bemüht, jetzt diese schwarzen Flecken alle blau zu kriegen. Ja. So sieht die Grundlage aus, symbolisch. Und jetzt kannst du rüberschwenken zum anderen Symbol. Ja, jetzt sind wir schon da. Und jetzt kommen die Beiträge. Und wenn man ein bisschen weiß, wer was mit welchen Ohren hört, dann denkt man manchmal, ups, da was und da was. Man wünschte sich jetzt, jeder Beitrag würde das Schwarze mit einem Strich ganz durchstreichen. Und wir haben schon bei den Fragestellungen gehört, manchmal ist so ein dünner Ring, bleibt halt noch zurück. Meinem Empfinden nach wurde hier ziemlich viel abgedeckt von Anita Petek. Aber ich bitte das immer zu bedenken, AZK ist die Bemühung, alles blau zu kriegen, alles in die Wirklichkeit zu kriegen. Wenn dann bei einem Vortrag, wie da bei dem schönen Dreieck dort was vorkommt, blendest du es nochmal kurz ein, dann kann es halt sein, dass bei sehr vielem, was blau geworden ist, plötzlich eine andere Stelle dunkel wird, die vorher blau war, weil man da plötzlich Begriffe hört, mit denen man von anderer Seite wieder gewarnt wurde. Ich denke zum Beispiel der Begriff Homöopathie, wenn das der in christliches Ohr, in durchschnittschristliches Ohr fällt, dann kommen schon die Hörner nach vorne, weil man so gelehrt wurde. Ja? Nun, wir kommen selber aus einem christlichen Hintergrund. Ich möchte einfach sagen, diese Dinge sind so jetzt einfach stehen zu lassen. Das lassen wir nicht jetzt in unseren Köpfen so rein, dass das alles Gute, was hochgeführt hat, dass das damit durchgestrichen wird. Das ist das, was wir lernen müssen. Einfach nehmen, was aufgebaut hat, das andere mal offen lassen, aber vielleicht mal auch dort reinhören, haben wir vielleicht eine ganz falsche Lehre im Kopf. Haben wir da Dinge mitbekommen, über die wir auch mal mehr wissen sollten. Ich möchte es nur vorbeugend sagen, bei jedem Vortrag werden solche Dinge überschneidend sein, wo einige Dinge ergänzt werden, andere neue Fragen aufgeworfen werden. Ich danke für den Beitrag noch einmal und jetzt bitte ich Frank Diebold, uns kurz das Vorgehen beim Essen zu erklären. Applaus